zweiten Gründungstag der Hochschule Ansbach und damit auch ein herzliches Hallo zum Campus der Löwen. Dieses Jahr haben wir sogar ein Publikum, die trotz der Sonne jetzt schon alle da sitzen, und auch ein herzliches Hallo an alle, die daheim sitzen vom Laptop, weil es denen vielleicht auch ein bisschen zu heiß ist. Ja, wir sind wieder da. Nach einem fulminanten Start letztes Jahr dachten wir, so wie sich das für ein Sequel auch gehört, setzen wir dieses Jahr noch einen drauf. Wie funktioniert nochmal diese Show, werden sich jetzt einige fragen. Ich glaube, wer ab und zu schon mal bei Vox vorbeigesappt hat, dem werden einige Elemente bekannt vorkommen. Wir haben 5 Startups und die stellen ihre kreativen Ideen vor unserer hochkarätigen Jury vor. Die ermitteln danach den Gewinner vom Campus der Löwen 2022. Also eigentlich alles wie beim Alten. Ja, nein, nicht ganz. Es ist natürlich alles größer, krasser, besser und, wie du vorhin schon erwähnt hast, wir haben heute ein wundervolles Publikum, die man so halb sieht unter den gelben Schirmen. Ja, und es gibt dieses Jahr sogar noch was richtig Cooles. Und zwar wird nicht nur ein Sieger der Jury gekürt, sondern es gibt auch noch einen Publikumssieger. Also da könnt ihr alle mitmachen, auch an alle, die daheim sitzen. Und ja, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Ja, Preise dürfen wir nicht vergessen, denn das Siegerteam erhält, festhalten bitte, 1.000 Euro, 4 Tickets für das Bits and Pretzels Festival und ein Coaching-Gutschein vom Answerk. Aber ganz wichtig zu sagen ist auch, die anderen Teams gehen nicht leer aus. Genau. Bevor wir mit der Vorstellung der Jury anfangen, haben wir noch eine Grußbotschaft von unserem Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume. Liebe Freunde der Hochschule Ansbach, Herr Präsident, liebe Studierende und vor allem alle, die sich heute in den Campus der Löwen begeben, ein herzliches Grüß Gott und willkommen. Ich darf die besten Wünsche überbringen zum Tag, an dem Startup-Teams zeigen, was heute möglich ist. Ich freue mich, dass die Hochschule Ansbach sich auf diesen Weg macht und dieses Vorhaben aktiv unterstützt. Sie ist ja keine unserer ältesten Hochschulen, aber ich darf sagen, sie ist eine unserer dynamischsten und schreibt in Mittelfranken seit 25 Jahren eine absolute Erfolgsgeschichte. Dafür herzlichen Dank. Ich begebe mich deswegen heute auch gerne in die Höhle der Löwen oder in den Campus der Löwen, denn dort merkt man, was im Moment in der Welt ja insgesamt im Gange ist und wo wir uns stark machen müssen. Es ist ein Wettbewerb um Ideen, um Talente, um Technologien. In diesem weltweiten Wettbewerb müssen wir uns behaupten, dürfen nicht abhängig werden von anderen, müssen selbst die Lösungen für die großen Fragen der Welt erarbeiten und präsentieren. Deswegen ist es so entscheidend, nicht zu warten, dass es jemand anders macht, sondern es kommt auf uns selbst an. Die Hochschule Ansbach, sie nutzt ihre Möglichkeiten, und zwar in jeder Hinsicht. Die Möglichkeiten des Freistaats, die wir geschaffen haben, die Hightech-Agenda Bayern, 3,5 Milliarden Euro schwer unseres Ministerpräsidenten Markus Söder, ist der Booster. Die Hochschule Ansbach hat davon in besonderer Weise profitiert. Über 60 Stellen, davon 26 Professuren, rund 5,7 Millionen Sachmittel. Das ist der Boden, das ist quasi die Petrischale, auf der neue Ideen dann auch wachsen können. Und daran zeigt sich, dass die Hochschule Ansbach schon immer einen Schritt weiter ist, das neue Bayerische Hochschulinnovationsgesetz. Es möchte auf Basis dieser neuen Möglichkeiten den Transfer, das Thema Gründen, und insgesamt den dynamischen Aufbruch weiter fördern. Die Hochschule Ansbach, sie machen das längst. Das sieht man daran, dass sie bereits erfolgreiche Gründungen haben und dass eine ganze Reihe von potenziellen Startups bei ihnen am Start ist. Davon möchte ich mehr in Bayern sehen. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute jedenfalls auf diesem Weg mit am Start sein kann, wenn die besten Startup-Teams bei ihnen pitchen und zeigen, mit welchen Ideen sie die Welt von morgen gestalten wollen. Ich würde mal sagen, heute, liebe Startup-Teams, da geht es darum, die Herzen in Ansbach zu erobern. Ab morgen werdet ihr die Welt rocken. In diesem Sinne, alles Gute beim Erfolgreichmachen eurer Ideen. Alles Gute der Hochschule Ansbach beim weiteren Schreiben der Erfolgsgeschichte für Mittelfranken und uns allen eine gute Zeit im wunderschönen Freistaat Bayern. Alles Gute. Ja, also vielen Dank, Markus Blume. Genau, können wir schon mal applaudieren. Und jetzt kommen wir dann auch direkt mal zu unseren Jurymitgliedern, die unseren Startup-Teams wirklich dank der Erfahrung wirklich die besten Tipps geben können.
Ja, wie erzählt man eigentlich Geschichten? Damit meine ich weniger Grimmsche Märchen vom Schlafengehen, sondern vielmehr Storytelling, ganz spezifisch für Unternehmen. Damit kennt sie sich bestens aus. Sie ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin von NICE. Als Performance-Marketing-Agentur setzen sie Kampagnen in ganz Europa um. Die Mission lautet dabei, die Angst vor der digitalen Veränderung nehmen. Herzlich willkommen, hier ist Lisa Hofmann. Hallo. Hi. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Frau Hofmann, auf was freuen Sie sich heute besonders? Ich bin auch natürlich auf die Ideen gespannt, auf die Teams, aber vor allem auch auf die Kommunikation. Also wie wird Komplexes einfach erklärt? Und da bin ich, ja, freue ich mich auf eine richtig gute Show. Ja, dem schließen wir uns auf jeden Fall an. Sie dürfen einmal Platz nehmen. Genau. Vielen Dank. So, und dann seit 2009 ist er im Gründer- und Geschäftsführer-Game. Erst hat er Tradebyte gegründet. Das ist ein Unternehmen, das Händler und Hersteller mit Marktplätzen und Plattformen verbindet. Und jetzt ganz frisch seit April gibt es auch noch TaylorMade, also ein Mann, der aus dem Gründen vor allem erfolgreich gar nicht mehr rauskommt. Herzlich willkommen, Andreas Novakovic. Ja, hallo. Hallo. Auch gerne nochmal zu uns in die Mitte. Geh noch einschalten. Ja, genau. was ist besonders wichtig denn für ein Startup oder bei einem Startup? Dass man Lust drauf hat. Weil es ist zum Teil schon relativ entbehrlich, das Ganze, und ein bisschen anstrengend. Und wenn man dann nicht so richtig Lust auf das hat, was man tut, dann kann es schon schwer werden. Also darauf achten Sie heute auch? Ja. Am meisten? Ob die Leute Lust auf das, ja, was sie da präsentieren. Ja. Ja. Sehr gut, dann schön, dass Sie da sind. Einmal der Platz, jo, bitte. Dankeschön. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Lust. Ja. Ja. Als nächstes wollten wir ein Jurymitglied begrüßen, die aber leider erkrankt ist. Es wäre Magdalena Öhl gewesen. Wenn Sie zuschauen, Frau Öhl, liebe Grüße nach Hause, wo auch immer das sein mag. Wir wünschen gute Besserung und dass Sie bald wieder fit sind, auf jeden Fall. Genau, und wir machen aber weiter mit unserem nächsten Jurymitglied, was schon da hinten sitzt. Und zwar, er hat in Nürnberg 2016 seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht und dann auch noch einen Master in International Information System draufgesetzt. Und die Firma Pexon Consulting berät mit ihm als Co-Founder Kunden wie zum Beispiel Daimler, wenn es um IT geht. Und zwei Bücher hat er auch noch geschrieben, wo man sein ganzes Wissen auch gleich noch nachlesen kann. Herzlich willkommen, Paul Niebler. Hallo. Hallo. Auch zu uns. Einmal in die Mitte kommen, gerne. Gerne. Ja, wie können Sie denn ein Startup-Team am besten unterstützen? Vor allem im technischen Bereich, wenn ein Startup-Team vielleicht viel fachliche Expertise hat, aber noch ein bisschen das technische Know-how fehlt. Das wäre was, denke ich, wo ich gut unterstützen könnte. Gut, sehr schön. Gut, dann wollen wir hier Platz nehmen. Mode hat einen wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft und ich finde, das sieht man heute auch in unserem Publikum, denn ihr alle schaut wirklich fantastisch aus. Genug geschleimen? Aber das ist nicht nur der einzige Aspekt, der an Mode wichtig ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Umwelt. Das Konzept Mode nachhaltig gestalten, unser nächstes Jurymitglied, hat sich das zur Aufgabe gemacht. Sie ist Co-Founderin von Unknown. Einen fulminanten Applaus bitte. Hier ist Tina Spießmacher. Hallo. Moin. Hallo. Frau Spießmacher. Tina ist okay. Tina. Worauf wirst du heute bei den Pitches besonders achten? Also wir haben jetzt schon Lust gehört zum Beispiel. Was ist so der Aspekt, der dich interessiert? Also mich interessiert erstmal immer das Team natürlich. Und dann bin ich immer besonders interessiert an Ideen, die wirklich die Welt verändern können. Und wir leben in einer komplexen Welt, wo es viele Probleme zu lösen gibt. Und ich freue mich immer, wenn man die richtig schwierigen Dinge angeht. Hochgesteckte Ziele, aber ich glaube, die Teams werden das heute erreichen können. Bin ich mir sicher. Wir freuen uns sehr auf dich. Bitteschön. Dankeschön.
So, und seine Reise hat auch hier an der Hochschule Ansbach gestartet und dann ging es aber für den Master nach Nürnberg und 2011 mit Bussen ganz weit über Franken hinaus. Er ist Mitgründer des Unternehmens Flixbus und er hat auch noch ganz viel soziales Engagement, was er mit seinen NGOs zeigt, wie Startup Teens und zum Beispiel Fightback. Aber ich finde es richtig schön, dass er jetzt den Weg wieder zurück an die Hochschule Ansbach gefunden hat für heute. Wir freuen uns, dass er da ist, Daniel Kraus. Hallo. Hallihallo. Ihr habt es bei Tina gehört. Don't even think about. Natürlich nicht. Ja, habe ich vorhin schon wahrgenommen. Ich würde sagen, jetzt Hochschule Ansbach. Ich hätte gern Geschichten aus dem Nähkästchen. Was war das Coolste am Studentsein an der Hochschule Ansbach? Tatsächlich ist es ja bald 20 Jahre her. Und wir haben gehört, die Hochschule ist knapp 25 Jahre alt. Also man kann schon davon reden, dass es damals auch noch ein bisschen Startup war. Und das, ich persönlich fand es sehr cool, weil man A, mitgestalten konnte und weil eben noch nicht alles in Regeln ertrunken war. Von daher, das ist, glaube ich, eine ganz gute Brücke zu dem, was wir heute sehen werden. Mhm. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Sowieso. Dein Platz. Also von unserer Jury können die Teams wirklich noch einiges lernen und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch mal direkt zu unseren Teams. Ja, Teams ist ein sehr gutes Stichwort. Das erste Team des Tages wird uns heute ein Schmuckstück vorstellen. Und wer jetzt HSI24 und Konsorten im Kopf hat, der ist eigentlich weit gefehlt, denn das Ding ist eher Blade Runner unter den Schmuckstücken. Also die Zukunft kann auch viel mehr als ein normales Schmuckstück und ist einfach viel besser. Zum Beispiel wird es gleich um NFTs gehen. Also Cryptoheads und alle anderen natürlich auch aufgepasst. Hier kommt das Video zu Amulet. Hi, ich bin die Alina. Ich studiere Ressortjournalismus an der Hochschule Ansbach. Mein Partner Nathan ist Software-Ingenieur und zusammen gründen wir das Startup Amulet. Ein Unique Selling Point ist das Produkt an sich. Das soll vollkommen individualisierbar sein, also sowohl vom Bild her als auch von dem Ort, wo man es tragen möchte. Und das andere ist, dass wir dann noch eine App dazu entwickeln, die eine digitale Kunstplattform enthält und die soll den digitalen Kunstmarkt mal so richtig aufmischen. Egal ob Alltag, Business oder Freizeit, unser Amulet lässt sich jederzeit an jede Situation über die App anpassen. Wir möchten mit Amulet eine sehr breite Zielgruppe ansprechen, weil Menschen Schmuck schon immer als Statussymbol und als Ausdruck ihrer Kreativität und ihrer Individualität nutzen. Und deshalb ist Amulet eigentlich für jeden Menschen, der gerne Schmuck trägt. Also Amulet befindet sich gerade noch in der Ideen- und Findungsphase. Unsere Idee an sich ist schon sehr gefestigt. Als nächstes brauchen wir einen Businessplan und ein richtiges physisches Produktdesign. Vom Campus der Löwen erhoffen wir uns ein bisschen mehr Erfahrung. Also wir freuen uns total drauf, unser Produkt mal richtig zu pitchen und auch die ganzen Leute kennenzulernen, die uns eventuell ein bisschen weiterhelfen können. Ja, und hier sind sie auch, Alina und Nathan von Amulet. So, kommt gerne einmal hoch zu uns, Mikrofon in die Hand und dann ab dafür. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ja, wenn ihr loslegen wollt, legt gerne los. Okay, also kurze Anmerkung noch. Mein Partner kommt aus Irland, deswegen machen wir unseren Pitch jetzt auf Englisch. Also nur, dass ihr drauf vorbereitet seid. Okay. Let's go. Hey, are you almost ready? We're going to be late. I know, but I can't find the right jewelry to go with my outfit.
none of them even go with each other, and it's so frustrating. I wish I just had one piece of jewelry that I could change, and then it could look like, it could go with any outfit that I wear. Oh, you mean like jewelry with a string? You could put one of those ugly monkey NFTs on it. That's actually such a good idea, Nathan. It is? Yeah, we could make jewelry with a screen, and then you can change the screen in an app, and then you can wear digital art and show it off, and we could call it Amulet. It just bursts your bubble, but amulets already exist. I mean, amulet with a D in the end, like LED. You get it? Oh, because of the screen. That's smart. Yeah, I know. Thank you. And it could look a little something like this. If it plays. My clicker isn't working. It was turned off. Thank you. Okay, it could look a little something like this. It needs a case, a circuit board, an LED screen, and glass. And then wouldn't it be so cool if you could wear it just anywhere on your neck? You could wear it on your wrist. You could wear it as an earring, and we could make it a brooch as well, so you can put it on your hat, and if you're like really crazy, you could wear jewelry on your shoe. All right, so hi guys, my name is Alina, I'm 24, I'm currently studying Ressort Journalismus at the University of Applied Sciences in Ansbach, and part-time on the side, I'm working as a project manager at an esports marketing agency in Munich. And yeah, I'm the future CEO of Amulet. And this over here is my business partner who just came flown in from Dublin yesterday. And I lovingly call him the tech boy of Amulet. Hello, everyone. My name is Nathan. I study computer science in Ireland, and I'm currently working as a software engineer. And I'm the future CTO of Amulet. So as you can see, we both work in very digitalized jobs. So that's how we came to know of these things called NFTs. So I'm gonna get a show of hands, see how many people have heard of NFTs before. That's a lot. Yeah. Nice. Good. Okay, so for those of you that don't know, NFT is a non-fungible token. Non-fungible token. Sorry. Okay, so non-fungible tokens mean that your digital art becomes encrypted in the blockchain. So it has an identification in the code, which means that your art becomes unique, traceable, and verifiable. So if you own it, it's yours. There's only one of it and it's yours. And if you're the digital artist, then this ensures that your work and your intellectual property stays yours and you get compensated for it accordingly. But one issue is that there's not actually a really like easily accessible art platform for real digital artists right now. I mean, you saw the monkeys. I like a little bit more artsy stuff. So that's one of the problems that we want to solve. But that's not the only problem. We're not all about digitalization because we feel like digitalization is supposed to enhance our real world and not replace it. So what we need to do is protect our real world so it doesn't become a place that we want to escape anymore. So the top five issues caused by the mining and production of jewelry in the environment and health risks are air pollution and water pollution through toxic chemicals, ecosystem damage, greenhouse gas emissions, and on top of that, there's sometimes toxic chemicals in the actual jewelry itself, which doesn't only harm the people that wear it, but also the people that are involved in the manufacturing process. But the underlying issue under all of this is the overconsumption of jewelry. People buy loads and loads of different jewelry to fit all of their needs, all of their moods, all of their styles and their clothes, because their jewelry is not actually personalizable because they need it. So these are three problems, but there is one at least partial solution to all three of this, and it's Amulet. So what we plan on doing is creating a digital art market and giving digital artists the chance to sell their art to be seen not only in the digital world, but also in the real world. So instead of being saved on some kind of server or just a picture in a gallery or over a bed,
people wear the art so it becomes mobile and visible. On top of this, we want to work with manufacturers that are certified so we can ensure the sustainability of our materials. We can minimize health risk and we can support workers' rights. And because we want to design our product so it becomes so variable that you can do anything with it, over-consuming jewelry is no longer a necessity. Right, so this is the product. We plan on designing several different collections. This is our prototype. We made it on a Samsung watch. But we're gonna have different collections with different sizes, different shapes, different colors, so everyone can really find something that suits them well and goes with them and then use that long-term. On top of this, we want to ensure a battery life of at least 12 hours, so your amulet actually stays on and with you the entire day. And we're going for a maximum weight of 10 grams, so you can really wear it on most body parts comfortably, like your ear or something like that. Right. The real personalization of the actual jewelry happens in the digital world, though, on the display. We have a gallery integration, which means that amulet customers can sort through their pictures and pick a picture to wear on their display. Like, they could use a picture of their little kitty, which is really cute. Or if you're a football fan, you can wear the logo of your favorite soccer team to the game or something like that. Yeah. On top of that, we also have a blockchain integration, which means you can go into the amulet shop and buy digital art, but you can also upload NFTs that you already own. So if you really want to wear that monkey, you can do it. And then we're also planning on programming an artificial intelligence to go with it. So the artificial intelligence will sort through your pictures or sort through the amulet shop and pick out pictures and digital art that go well with what you're wearing. So as a company, we have three main ways of bringing in money. The first way is selling off the device, which we're looking at a maximum of 300 euro for the standard model. Then the second way is to sell accessories, so like bracelets or chains. Then for the accessories, we're guessing around 5 to 50 euro, depending on the size and the complexity of the model. And then the third way we have is to sell digital art that is made by artists employed by us, and we can also get a profit from art sold on our platform by external artists. So the German jewelry market is estimated this year to bring in 3.7 billion euro. Yes, 3.7 billion euro. Then the wearable market is last year brought in 1.3 billion euro. And then next, NFTs have gone through a massive boom in the last year or two, and the trading volume of NFTs comparing the first quarter of this year and last year increased 700% up to 16.5 billion. So our target group is then in the middle, women aged 18 to 40. Women, from our research, we found women were more likely to buy jewelry to express their personality. And we wanted a young audience because of the technology required. Then our expected revenue for a year is 1 million, but we believe with the right market plan, we can go to 3 million. And we think those numbers are very promising for the future of Amulet. And speaking of the future, this is our roadmap for the year ahead. So this month, we're starting out by winning the Campus der Löwen, which is a good place to start off. And then we're taking our time up until October with finding the right members for our team, and then with them developing a viable prototype by the end of the year. The next year, by April, we want to have scouted out production facilities and started a real marketing offensive. So hopefully in June, we can actually start going into production. Right, so our next steps are finding a technical product designer, a UX UI designer, so we can actually have like a prototype ready for alpha testing. On top of that, we're going to continue expanding our network, like we're here to do today, to find like-minded people, supporters, critics, testers, maybe even a mentor. I heard there's someone here from the sustainability and fashion sector. That would be very useful for us. And the last thing we're going to do, which is just an ongoing job, is keep researching our like production means. And we also have a few more ideas that we want to go into developing for Amulet, like creating merch that is wearable in the metaverse and just cooperating with other digital companies.
Yeah. And then we want to found Amulet. So we would be so happy to have you join us and support us on our journey to disrupt and revolutionize the jewelry and art markets and make the world a better place in the process with Amulet. Thank you. And feel free to ask us any questions and let us convince you of our idea. So these are our contacts, by the way, if you want our number or something. Vielen Dank. Thank you. So, wir kommen jetzt auch direkt rüber zum Jury-Feedback. Lisa, möchtest du anfangen? Ja. Thank you for your presentation. It was great. It's a great idea. And you work as a team really good. I can feel it. Well, thank you. It's great. And yeah, the idea is quite future stuff, I think. Yeah. But that's the potential. And what do you think, what kind of target group is the best? You said it's the woman, the female, but isn't it an idea to target all the men too? Totally. So the main target group that we wrote down here was just the target group that we got from our market research. Basically, NFT is men, like 99% yeah. men, but jewelry itself is women. So we kind of need a first audience to convince so other people can actually see our product, but we're definitely going to try and target men as well. Also because I feel like why don't men wear jewelry? They have a personality they want to express, right? So maybe we can convince men to wear jewelry if it's something cool and like tech-y. But yeah, definitely we're gonna go for the men in the end, yeah. Hello, and thank you for your great presentation. Thank you. You have kind of two separate products. One is software, one is hardware. What's more important for you? Because you can make the hardware and search for external artists that present on your hardware, or maybe you can make the software and make an app for the Apple Watch for example, and show the art on this device? Well, the digital art market is a thing in itself, true, but we think it's one of our main selling points is that the art isn't just on your PC or in your phone. Yeah. Like you can wear it and people can see it. So I would say both of them are like equally important. Of course, that's the dumbest answer to give, but okay. I feel like without the hardware, the software loses its purpose as we've planned for it. Yeah. Okay, thank you. Thank you for the question. Thank you for the presentation. It was very interesting. One question, like you said, it's an NFT, but NFT itself is like non-fungible. Like everyone isn't unique, but I understood it like you have your custom gallery with your photos. Like is the plan that actually the amulets get traded as well and you have rare amulets and not, or is it just basically the same product? No, so you keep your pictures and your NFTs in your phone basically, which is connected to the amulet. So your amulet is just a device. Everyone gets the same device. If you wanted to, we could make it like golden and put some stones on it if you order that, I guess. But usually like the product is supposed to be the same for everyone, but what you put on it is supposed to represent you and your personality. So the amulet itself is not an NFT. No, the amulet is just a device. Cool. And then what's the production cost? You said like 300 euros you target. We have a slide for that. Not this one. This one. So this is the production cost. These are numbers we came up with just for the amulet, just for the device. So the case is going to cost about 30 euro during production based on outsourcing the injection molding and using aluminium. The Gorilla Glass on top is about 1 euro per device. The display, because it's amulet, is all going to cost 40. We need a printed circuit board for all the tech stuff, 15 euros, and then a battery. We were going with about 8 euros. Depending on the size of the model, it might have to be more than that. So the total for just these materials was 94 euros per unit, and we didn't include any like design, any development, the costs of coding the case, of the assembly, one-time cost like the mold, and the shipping. So we found it was fair to put a small profit margin of like 50 euros per device on top, and that's how we came up with the 300 euros. Mm-hmm. Cool, thank yeah. you. And one last question. I guess after you produce the product, like the main problem will be marketing, because a lot of jewelry products, a lot of NFT product launches,
Maybe you can leverage your esports background, or do you have plans for that? I definitely do. I feel like this could also be just a great marketing strategy in itself, and could also be used as marketing for other people, because it's like, if you work for Adidas or something and you want to show off that you work for Adidas, you can wear it. It's good marketing, even for others, not just for us. I think because of our target group, the best thing to do is social media marketing, just in my experience. I am a social media manager, though, so I might be a bit biased on that. But yeah, once we actually have everything down, the big issue is going to be get people interested in this. You want to buy this because it's super, super cool. You need this. But I think we can do that. Cool. Thank you. All right. Thank you for the presentation. It was super engaging, also a little interactive introduction. Thank you. It was super nice. Actually, I like it a lot. I think there's a few challenges around them. I think the hardware itself is probably not unique enough. So you need to put like the content in it needs to be like super convincing. So I think you should probably find out, you know, how can you get like iconic brands to collaborate with you and like really like stuff that people want so they would consider spending 300 euros, which I think is like, it's a high price. But if this is connected to unique content that I only get in the combination of it, I think that could be something. So I was wondering if like in your list of people you need in the team at the beginning, you'd not need somebody who, you know, make sure you have like a really unique thing in there because it's part of the marketing, as you said. Yeah. So, and saying this, I think you actually have men as your target group as well, if I'm thinking streetwear and we esports do, yeah. and all of this. We so do. Probably you can also like expand your target groups there even further. And the last thing, and that's just something that you don't need now, but further down the road, if you make the impact argument that people, you know, will buy less jewelry, things like that. You can, from the beginning, think about gathering data about replacement rates. So that means, like, for buying this means I buy X percent less stuff. So the more you gather data from the beginning, the stronger arguments you have when you talk to investors. Thank you for the advice. That was really, that was really helpful. Thank you. All right. I love the idea. Where did you get to know each other? I mean, you don't study in Ansbach, do you? No, I'm right. from Ireland. actually, well, I mean, you could have guessed from me working at an esports agency. We're both gamers. All right, we met online and gaming together. Yeah, and we've been friends for 5 years now, actually. 21st century stuff, I like. Yeah. So, love the idea. Good presentation. Thank you. I think you have to go a little bit more in depth with your numbers. Okay. I don't think the market is as tiny as you presented it. Oh, okay. So I suppose it's quite larger on the one hand. On the other hand, I'd agree with the 300 bucks. If you compare it to the Ono Ring, for instance, which has actual features, you know, tracking your life and all yeah, that like stuff. Functionality. Yeah. So that has to be very clear. If not, to just show off, it eventually can cut off your target group because especially the younger people may not be able to afford that. And last but not least, you know, what is down in the profit and loss, you know, underneath the 94 bucks is important. Yeah. As if I make up the math, it's about 150 or 200,000 euro of margin in that first year, which depending on, you know, how you want to scale could be a little bit too little, okay. apparently. Yeah. So just, you know, put your heads together and go one round further in making up the numbers. Mm-hmm. And then really take that, you know, 300 euro idea and double check with actual people, just ask them what they would be willing to pay, would kind pay of an A-B test yeah. approach. So you fit, you find the right pricing point, apparently. Okay. Thank you for the advice. Oh, perfekt. Das war ein guter Start, würde ich sagen, oder? Ja. Danke. Dann vielen Dank. Thank you. Der Ausgang der Bühne wäre dann der linke. Okay. Da könnt ihr dann eure Mikros auch einfach wieder ab. Thank you for having us. We'll see you again when you announce that we win.
So, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es gerade unfassbar angenehm, dass jetzt Wolken da sind und es ist so ein bisschen Wind, weil an sich ist es super, super heiß und es war auch letzte Woche schon super, super heiß. Und unser nächstes Team, die haben dann eine ganz coole Idee, was man dagegen machen kann, gerade eben auch in Innenräumen. Ich denke da so an Dachgeschosswohnungen. Da ist es nämlich dann noch viel heißer als irgendwie draußen oder in normalen, schön gekühlten Räumen. Und diese coole Idee stellen sie uns jetzt mit ihrem Video vor. Anton und Quirin vom Team Heat Droner. Achten Sie auf die Luft, die Sie einatmen. Fühlen Sie sich wohl. Mit unserer Produktidee bringen wir ein optimales Klima in jeden Raum. Das ist der Quirin. Das ist der Anton. Wir studieren beide angewandte Ingenieurswissenschaften und zusammen arbeiten wir am Projekt Heat Droner. Unser Produkt ist ultramobil und flexibel. Man kann es überall betreiben, wo ein Wasseranschluss ist. Von dem her eignet es sich auch perfekt für kleinere Studentenwohnungen oder andere Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen, bei der kein Fenster als Abluftöffnung geeignet ist. Wir entziehen der Raumluft die Wärme und Feuchtigkeit und speichern die frei werdende Energie in dem Wassertank. Das Wasser erwärmt sich und wenn es eine gewisse Temperatur erreicht hat, kann man es entfernen und bei Bedarf neu mit kaltem Wasser befüllen. Die Energie ist somit komplett aus dem System entfernt. Nach einiger theoretischer Arbeit und die dazugehörenden Simulationen sind wir nun in der Phase angelangt, einen eigenen Prototypen zu konzipieren und zu konstruieren. Im Campus der Löwen wollen wir Erfahrungen im Pitchen und im Erklären unserer Idee sammeln. Wir erhoffen uns natürlich ein positives Feedback, freuen uns aber auch über konstruktive Kritik von der Jury und später auch gerne vom Publikum. So, und wir freuen uns, dass den beiden heute nicht so heiß ist, sondern dass sie hier sind. Hier sind Anton und Quirin vom Team Heat Droner. Hallo. Hi, hi. Hallo. Schön, dass ihr da seid. dann würde ich sagen, die Bühne gehört euch. Gut. Hallo, liebe Jury, liebes Publikum, liebe Leute vor dem Livestream. Wir freuen uns heute, euch unsere Idee vorstellen zu können. Und wie im Video habt ihr jetzt schon ein bisschen was gesehen. Ein paar offene Fragen gibt es bestimmt noch, die wollen wir jetzt zusammen klären. Und das machen wir am besten, indem wir euch erst einmal zeigen, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind. Und zwar war das damals, wir sind Studenten, Ingenieurstudenten und haben Thermodynamik gebüffelt, Sommersemester, 35 Grad draußen, entsprechend warm auch im Zimmer, kleines Studentenzimmer. Es war wirklich unschön, richtig unangenehm, da will keiner lernen. Und da haben wir gesagt, naja, gucken wir doch mal, was es da so gibt. Gibt ja Klimaanlagen. Ja, dann gibt es zum einen mal die Splitklimaanlage, welches eine fest am Haus eingebaute Anlage ist, die, wie der Name schon sagt, in zwei Teile aufgeteilt ist. Ein Gerät, das außerhalb am Haus angebracht wird und eins, das im Zimmer dann selbst gebaut ist. Diese Geräte sind zwar ziemlich effizient, sind dafür aber auch äußerst teuer und es ist auch ein gewisser Planungsaufwand mit darin verbunden. Also effizient freut mich als Ingenieur natürlich, aber der Rest, das ist ja jetzt für mich als Student überhaupt total unattraktiv. Aus der Wohnung bin ich in 2 oder 3 Jahren wieder draußen. Ich kann bauliche Maßnahmen durchführen und teuer ist sowieso schon mal schlecht. Gibt es denn da keine billigere Lösung? Es gibt noch die Lösung eines sehr günstigen Wasserverdunstungskühlers.
Diese haben kein Kühlmittel, mit dem sie arbeiten, sondern kühlen einzig und allein mit der Verdunstung von Wasser. Dabei schaffen diese Geräte es aber auch leider nur, den Raum um wenige Grad zu senken. Ja, okay, also schön mobil ist es ja und auch nicht teuer, aber ganz ehrlich, die Energie ist ja trotzdem noch im Raum. Es wird zwar weniger kalt, aber dafür schwül, also irgendwie... Das ist ja dasselbe, wie wenn ich im Internet die Lifehacks sehe, dass man mit dem Ventilator einfach den Handtuch anpusten soll, das Feuchte. Also irgendwie, das gefällt mir auch nicht. Da gibt es noch was Besseres, oder? Es gibt dann auch noch die Möglichkeit einer Monoblock-Klimaanlage. Das ist ein mobiles Klimagerät, welches die Wärme aus dem Raum mithilfe eines Abluftschlauches herausbefördert. Dafür benötigt man aber auch noch ein Fenster oder Tür, an dem man diesen gut befestigen kann, damit die Abluft dann auch nach außen gelangen kann. Also das kommt ja meiner Idee von einer Lösung schon am nächsten, aber das Problem ist, vor meinem einen Fenster, was ich habe, steht mein Schreibtisch. Also da ist kein Platz für weder Schläuche noch für Geräte und außerdem, wenn das Fenster dann die ganze Zeit offen sein muss, geht die Dämmung verloren. Und der Lärm kommt von draußen rein, das ist, nee, also irgendwie nichts anderes. Nee, ansonsten gibt es keine wirkliche Lösung auf dem Markt. Aber genau dafür haben wir uns jetzt was überlegt. Und zwar erst einmal, wie diese Klimageräte an sich funktionieren. Sie besitzen alle einen Kühlkreislauf, bei dem ein Kühlmittel Wärme von der Umwelt aufnimmt, dann komprimiert wird. Durch diese Komprimation erhitzt sich dieses Kühlmittel stark, wodurch es dann Wärme wunderbar an ein weiteres Medium abgeben kann. Danach läuft es aber noch durch ein Entspannungsventil, um wieder in den Ausgangszustand zu gelangen, um dann wieder Wärme aus der Umgebung aufnehmen zu können. Und die spannende Frage ist, wie geht man jetzt mit dieser Wärmeabgabe um? Die bisherigen Lösungen versuchen immer, diese mit Luft einfach nach außen in die Umwelt zu blasen. Wir hingegen mit unserem Heatrunner gehen einen anderen Weg. Wir versuchen, die Wärme in einem Wassertank zu speichern. Dazu haben wir uns einen Wasserkreislauf überlegt, der die Wärme aufnimmt und dann in den Tank weiterleitet. Das gibt unserer Idee eine sehr große Mobilität und Flexibilität, wodurch sie praktisch überall einsetzbar ist. Genau, also an sich ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Haben wir uns gedacht und dann haben wir geschaut, naja, gucken wir mal, es hängt ja am Ende daran, wie viel Wasser brauchen wir denn wirklich dafür, dass das Ganze funktioniert. Und dann haben wir mit Simulationen ein paar Rechnungen angestellt. Haben jetzt mal hier gesagt, ein 20 Quadratmeter Raum, also ungefähr Studentenwohnung, kleine Wohnung oder kleines Büro. Und wir wollen im Sommer auf relativ angenehme 22 Grad Celsius und 50% Luftfeuchtigkeit runter. Und in der Tabelle eben entweder von der jeweiligen Temperatur oder von der jeweiligen Luftfeuchtigkeit. Und da sehen wir, wenn es nicht so schlimm ist, dann kommen wir mit ein paar Litern gut hin. Wir schaffen es immer mit unter 15 Litern, außer wenn wir wirklich so ein extremes Ereignis haben, also kurz vor dem Gewitter, wenn es dann wirklich auch richtig schwül und feucht ist in der Wohnung, dann muss man vielleicht unseren 15-Liter-Tank einmal ausleeren und müsste ihn nochmal neu befüllen. Oder man schafft es halt nicht auf 22 Grad, sondern nur auf 23 Grad, was ja von 28 Grad auch schon mal eine tolle Verbesserung ist. Zum Vergleich, für die Literanzahl einfach für den Verbrauch, also eine Dusche kommt mit ungefähr 6 bis 15 Liter pro Minute hin und auch die Spülung kann bis zu 10 Liter fast brauchen, je nachdem, was man für ein Klosett eingebaut hat. Für den Anwendungsfall sehen wir vor allem kleinere Wohnungen oder Büros, bei denen eine der bisherigen Klimalösungen nicht in Frage kommt. Da denken wir vor allem auch an Studenten oder Azubis, die ja in solchen Wohnungen oft leben. Allerdings, wir glauben auch, dass man unsere Klimaanlage auch noch für andere Zwecke nutzen kann, dass sie ja sehr mobil ist. Könnte man damit zum Beispiel auch mal ein Gartenhäuschen oder vielleicht einen Keller mal kurz runterkühlen, wenn man darin mal eine Feier machen möchte. Aber man könnte auch damit mal Räume kühlen, die halt an sich keine
an sich nicht geklimatisiert sind, allerdings auch nur selten gebraucht werden, wie zum Beispiel Gästezimmer. Ja, zu unserem Markt ist zu sagen, dass dieser auch in den letzten Jahren stetig am Steigen war. Das liegt vor allem leider auch vor allem daran, dass durch den Klimawandel die Jahresmitteltemperatur in Deutschland seit den letzten Jahrzehnten stetig am Steigen war. Und damit einhergehend erhöht sich auch die Zahl der heißen Tage und auch der warmen Nächte, bei die auch dafür sorgen, dass man die Wärme nicht einmal über Nacht aus der Wohnung herausbekommen würde. Zudem sind auch die Anzahl der Einzelpersonenhaushalte in den letzten 30 Jahren ziemlich stark angestiegen in Deutschland, von 1991 von unter 12 Millionen auf jetzt über 16 Millionen, die in einer solchen Form leben. Unser Produkt ist ja auch praktisch prädestiniert für Leute, die in solchen Lebensformen leben oder in solchen kleineren Wohnungen. Und alles in allem gehen wir dann insgesamt davon aus, dass wir auf dem Markt in Deutschland so zwischen 30.000 und 50.000 Geräte praktisch pro Jahr an den Mann bringen könnten. Genau, also das ist so unsere Arbeit bisher und jetzt schauen wir noch mal kurz, was wir jetzt noch vorhaben. Also gerade sind wir noch bei der Gestaltung einer Umfrage, mal bei Studenten oder bei anderen, die eben unsere primäre Zielgruppe ist. Und wir sind auch dabei, unseren ersten Prototypen zu planen, weil der muss dann die entscheidende Antwort geben, ob unser Gerät so funktioniert, wie es die Simulationen versprechen. Dafür arbeiten wir aber trotzdem weiter an den Simulationen, eben um zusätzliche Werte zu bekommen, um vielleicht auch neue Ideen einzuarbeiten. Ja, und wenn das dann alles positiv ist, wovon wir natürlich stark ausgehen, dann kommt es dann auch dazu, dass wir unser Team erweitern müssen. Wir sind jetzt nur zwei Ingenieure für ein fertiges Start-up. Brauchen wir dann wahrscheinlich auch etwas breit gefächertere Kompetenz, als wir sie jetzt haben. Ja, und am Ende wollen wir natürlich dann auf den Markt, müssen dafür entsprechende Partner finden und müssen uns auch über den Schutz, Patentschutz Gedanken machen. Denn gerade ist ja unser USP, dass wir einzigartig sind und das wollen wir natürlich dann auch erstmal bleiben. Ja, wir hoffen, wir konnten Sie genauso begeistern von unserer Idee, wie wir es sind. Es gäbe ja jetzt schon einige Tage dieses Jahr, wo wir dieses Gerät schon wirklich gut hätten gebrauchen können, zumindest wir und bestimmt einige Leute im Publikum oder von Ihnen auch. Damit wir das möglichst schnell erreichen, wollen wir natürlich viel dran weiterarbeiten und das natürlich auch gerne mit Ihrer Unterstützung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an euch. Daniel, du darfst dieses Mal anfangen. Heiße Tage heutzutage, heißes Team, heiße Präsentation oder wie siehst du das? Also die Präsentation war in dem Fall sehr gut, vor allem aber finde ich natürlich das Problem to the point, ne? Wird wohl eher schlimmer als besser. Eine Frage, das Wasser, das ihr braucht, um die Wärme aufzunehmen und dann abzuführen, das kommt aus der Leitung. Nehme ich an. Ja, okay. Genau. Dusche. Oder? Ja, was ich ja cool finde, ist, dass ihr ein echtes Problem löst. Aber der Gedanke, nicht noch ein anderes Problem zu verschärfen, der kann dabei vielleicht zu kurz kommen, weil offensichtlich wird es nicht nur heißer, sondern auch Wasser ist ein sehr relevantes Gut, das wahrscheinlich weniger wird. Haben wir genauso in den letzten Wochen schon gesehen. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, wie man das eher Kreislaufwirtschaft spezifisch designen kann, ohne dass es aus der Leitung fließt und weggeschüttet wird? Ja, also wir haben uns tatsächlich auch darüber schon Gedanken gemacht. Das ist natürlich richtig. Wir senken damit wahrscheinlich den Stromverbrauch, aber dafür steigt der Wasserverbrauch. Es ist schwierig, das Wasser danach noch nutzen zu können, weil es wird wahrscheinlich jetzt nicht lebensmittelecht sein oder so, aber sobald man in seiner Wohnung vielleicht auch einen Balkon hat oder so, kann man natürlich das Wasser auch nachts abkühlen lassen und kann es dann einfach am nächsten Tag wieder verwenden. Das Wasser ist ja jetzt nicht schlecht oder wenn man aufwischen will oder sowas. Also man kann es noch benutzen und wir sind auch dabei,
eben Ideen zu entwickeln, dass man kein Wasser braucht, um die Wärme zu speichern, sondern so eine Art Wärmebatterien hat. Aber dann muss man immer die Möglichkeit haben, das irgendwo abkühlen zu lassen. Und jetzt der Student, der in seinem Studentenwohnheim sitzt oder in der, im Mehrfamilienhaus, der hat es leider oft einfach nicht. Und deswegen ist leider da Wasser erstmal die einzige Lösung. Ich verstehe den Aspekt des Studenten, weil da kommt er her. Und if I were you, würde ich nur darüber nachdenken, wie man das vielleicht etwas breiter auffächert. Weil du hast ja schon durch das Kreislaufsystem die Möglichkeit, auch das irgendwo salopp gesagt anzuschließen. Das ist ja nichts anderes als eine Reverse-Wärmepumpe. Und bei mir zum Beispiel könnte ich es verwenden und könnte mit dem Wasser dann schlichtweg tatsächlich den Dusch- oder normalen Wasserkreislauf für warmes Wasser, das ich ja auch tagtäglich brauche, ansteuern. Also das ist nur eine Frage, wie ihr über den Markt nachdenkt. Und vielleicht sind es nicht nur Studenten und Menschen, die in 20 Quadratmeter Zimmern das Problem der Kühlung haben. Von daher, ich glaube, es ist ein sehr guter Spark, wie man sagt, Problem erkannt. Und denkt man noch in die eine oder andere Ecke und dann bin ich da sehr guter Dinge. Danke. Ja, vielen Dank. Ich habe sehr viel über Klimaanlagen gelernt, den Teil, mit dem ich mich bisher noch nicht beschäftigt habe. Ich habe auch die größten Fragen tatsächlich so gehabt rund um den Markt. Also ihr habt super viel über den Markt gesprochen und ich finde den auch super gut dargestellt. Ich habe dann verstanden, welche Geräte es gibt. Das fand ich alles super, aber ich hatte immer noch so in meinem Kopf, aber was ist denn mit Neubauten? Werden da nicht Lösungen schon eingebaut? Wie groß, wie viele irgendwie, klar, es gibt mehr Einzel irgendwie Wohnungen und so weiter, aber die Gruppe der Studierenden ist vielleicht nicht groß genug und so. Also ich hatte auch so die größten Gedanken, dass ich nicht richtig wusste, wie groß ist denn jetzt der Markt und wen sprecht ihr da wirklich an? Also das finde ich wäre echt was, wo man nochmal so ein bisschen reingehen könnte. Ansonsten fand ich es sehr eingängig. Ja, also der Markt oder beziehungsweise alle Neubauten, die so eine Klimalösung schon eingebaut haben, ist natürlich super. Die sind laufen auch am effektivsten, so fest eingebaute. Allerdings, die sind halt dann trotzdem wieder ein Investment, die halt nicht, also wirklich nicht jeder macht. Und auch bei alten Gebäuden kann man auch nicht einfach dann also nicht oft solche Splitklimageräte einbauen. Ja, absolut. Ich glaube, also mal, wenn das ein mobiler Ansatz ist, was ja, finde ich auch, man kann natürlich darüber nachdenken, ob man es irgendwo einbaut, weil ich finde auch den Punkt der Kreislaufwirtschaft irgendwie wichtig. Aber wenn das mobil ist, dann könnte man jetzt in dem nächsten Schritt auch sehr viel über das Design nachdenken, weil alles, was ich jetzt da gesehen habe in der Präsentation, die bestehenden Klimaanlagen zeichnen sich ja auch nicht dadurch aus, dass sie besonders ästhetisch sind. Und auch das ist ja was hilft, um sich im Markt zu positionieren. Ja, danke. Cool, danke für die Präsentation. Ich fand es auch sehr spannend. Ich wäre auf jeden Fall Kunde, also super Idee. Noch ein kleines Feedback. Was mir ein bisschen gefehlt hat, waren die Zahlen. Also vielleicht so eine Abschätzung, was kostet das Produkt, welche Komponenten und auch die Betriebskosten versus die bestehenden Lösungen. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was habt oder wie ihr das einschätzt. Ja, wir haben noch was. Zu den Preisen am Markt haben wir hier eine Folie vorbereitet. Das sind so die momentanen Lösungen, die es gibt. Ich lese jetzt die Zahlen nicht einzeln vor. Von der Technik her bewegen wir uns später mal bei der Monoblock-Klimaanlage. Wie gesagt, das ist ähnlich, nur dass wir eben statt diesen Ventilatorkreislauf dann einen Wasserkreislauf haben. Von dem her gehen wir dann später mal von einem Verkaufspreis bei 300-400 € aus. Also die 800-Euro-Dinger, das sind dann Hightech, das ist jetzt für uns jetzt in unseren Gedanken gerade ja uninteressant. Und 170 € sind die No-Name-Billigdinger, deswegen 300-400 € so. Mhm, danke. Und bei dem Preispunkt könnte ich mir auch gut vorstellen, ich weiß nicht, ob Studenten die perfekte Zielgruppe sind, weil es ja doch einiges an Geld für einen Studenten. Und ich sage mal, wir waren vor kurzem auch auf Office-Suche und da gibt es auch sehr viele Offices, die gar nicht klimatisiert sind. Also ich könnte mir vorstellen, im B2B-Bereich wird es auch Firmen geben, wo ihr wahrscheinlich einen leichteren Vertrieb habt und die auch potenziell mehr abnehmen könnten. Also vielleicht nochmal an die Zielgruppe denken. Okay. Ja, vielen Dank für die Präsentation. War super interessant. Ich habe mich die letzten Tage im Thema Klimaanlagen auseinandergesetzt, weil unsere kaputt war. Ich finde auch das Logo toll. Seht ihr euch als Klimaanlagenhersteller oder als Technologielieferant für bestehende Klimaanlagenbauer? Oder wo kann man das so einordnen? Also da haben wir uns jetzt tatsächlich noch
keinen großen Gedanken dazu gemacht. Also wir wollten jetzt auch erst einmal als Ingenieure versuchen, einen funktionalen Prototypen jetzt irgendwann mal auf die Reihe zu kriegen, um halt zu sehen, ob unsere Idee wirklich so technisch funktioniert und umsetzbar ist. Und dann kann man tatsächlich gut mal überlegen, ob wir, wenn wir jetzt nur zu zweit sind, auch einfach mal dann an einen Klimahersteller gehen würden und die Idee praktisch dann denen überlassen, das, die Sachen zu produzieren, oder ob wir dann tatsächlich selber wirklich direkt dann versuchen, selber diese zu produzieren. Aber das liegt jetzt noch in unserer Entscheidungsfindung, dass wir noch machen müssen. Okay, also ich finde auch die Idee ganz gut mit so einer Batterie, was man irgendwie nachts, wo man 2-3 Stück hat, die im Kühlschrank über Nacht abkühlen lässt, vielleicht sogar im Gefrierfach und dann das austauscht, das finde ich auch ganz smart. Ja, aber wenn man die im Gefrierfach tut, dann hätte man ja wieder, dass man praktisch die Kühltruhe dann praktisch unnötigerweise wieder höher verwendet, dann hast du praktisch die Energie, die du da einsparst, woanders nicht wieder verwendet, weil das eine Klimaanlage ist, ungefähr so ähnlich, die kühlt ja auch einen gewissen Raum und tut die Wärme von dem Raum einfach nach außen transportieren. Ja klar, ist die Frage, was dem Kunden wichtiger ist, ne? Ob er insgesamt Strom sparen will, weil ich habe jetzt eine PV-Anlage zu Hause, mir wäre das relativ, ne? Also da ist der Stromverbrauch nicht ganz so relevant. Ja, dann könnte man auch... Aber diese örtliche Kühlung, weil ich kann den Raum halt nicht kühlen, weil ich da kein Fenster habe oder so, wäre vielleicht dem anderen das dann wert, ja, dann diese Lösung. Ja, dann könnte man das Wasser auch unter Umständen noch ein bisschen heißer werden lassen. Dann läuft halt der Kühlkreislauf nicht mehr so effizient und dann bräuchte es halt mehr Strom. Allerdings dann ist halt je nach der Frage, was man jetzt lieber haben möchte. Ja. Aber zu der Sache nochmal kurz mit dem im Gefrierfach abkühlen lassen. Das funktioniert leider nicht, weil auch der Kühlschrank oder das Gefrierfach eigentlich nur eine Klimaanlage für diesen kleinen abgesperrten Raum ist. Das heißt, die Wärme, die wir dann entzogen haben, der Raumluft, tut dann die Gefriertruhe einfach wieder in den Raum abgeben. Also es sei denn natürlich, die Gefriertruhe steht irgendwo in einem anderen Raum, wo es mich dann nicht interessiert, aber... Ja, also ich verstehe den Ansatz in der Studentenbude. Ne? Ich glaube, ihr stützt euch da auf eine Zielgruppe oder vielleicht fokussiert ihr zu arg auf eine Zielgruppe oder zu sehr, die zu wenig Geld hat. Also es gibt da bestimmt viele da draußen, die entsprechend sozusagen auch bereit wären, mehr auszugeben, wenn sie das Problem der Wärme in Räumen lösen können. Und es gibt nichts Unangenehmeres wie Wärme in dem Raum, weil wenn es zu kalt ist, kann man sich anziehen, man kann was anschüren, sonst irgendwie. Aber Wärme rauskriegen ist super schwierig. Ja, wir wollten jetzt auch hauptsächlich die Studenten mal als anschauliches Beispiel verwenden. Klar, im Grunde unsere Zielgruppe sind halt alle die halt Räume haben, für die momentan Klimalösungen nicht funktionieren, wie zum Beispiel die Monoblock-Klimaanlage, weil die noch andere Probleme hat, wie zum Beispiel, dass sie, wenn sie hier mit der Abluft die heiße Luft rauspumpt, dann im Raum Unterdruck entsteht und dadurch wieder heiße Luft von außen anzieht, dass das auch nicht überall möglich ist, haben wir halt jetzt einfach nur gesagt, dass wir dann die Studenten mal so als anschauliches Beispiel nehmen, weil die halt oft keine großen Villas besitzen. Okay, aber ansonsten, wir sehen unsere Zielgruppe schon an alle diejenigen, die halt so in kleineren Wohnungen oder halt kleinere Zimmer haben, die sie halt gekühlt haben möchten. Liebes Team, ich möchte ungern stören. Versucht euch etwas kürzer zu halten, wenn es geht. Genau. Lisa. Genau. Ja, ganz spannend. Ihr habt das schön präsentiert am Anfang mit dem Storytelling. Ihr habt das Problem aufgegriffen, ihr habt den Markt auch noch mit einbezogen, die Produkte auch noch dargestellt und das in Kombination mit euch dann auch gut erklärt und erzählt. Was mich noch interessieren würde, wäre, wie groß ist denn jetzt das Produkt? Weil auch die Monoblock-Klimaanlage, die wird zwar als mobil beworben, ist aber nicht mobil, weil sie einfach so schwer und so klobig ist, dass man sie nicht von einem, wenn man jetzt im ersten Stock ist, nicht in den Garten bekommen würde, nur mit 2-Mann-Kraft sozusagen. Also wie groß ist das Produkt? Also das wird dann wahrscheinlich auch der Prototyp zeigen, wie groß es werden wird. Wir gehen aber jetzt gerade in unserer Vorstellung, es ist ungefähr eine Monoblock-Klimaanlage vom Grund, von der Fläche, die es benötigt. Aber wahrscheinlich wird es nicht so hoch sein müssen, einfach weil in dem hier zwei
Luft-Kühlmittel-Wärmetauscher eingebaut sind und in unserem ist ein Kühlmittel-Wasser-Wärmetauscher drin und der ist viel kleiner. Die machen bei diesen großen Anlagen, man sieht ja hier auch den Lüftungsschlitz, einfach ein Riesenteil davon aus und das fällt weg. Also ein wenig kleiner als das wird es schon. Okay. Ja. Gut, vielen Dank. Dann vielen Dank euch beiden. Gerne. Nochmal Applaus. Genau, ihr dürft dann einmal auch hier runter. So, und dann kommen wir jetzt mal kurz von der Klimaanlage zur flüssigen Abkühlung, würde ich sagen. Da vorne, meine Lieben, gibt es eine Bar und die warten ganz sehnsüchtig drauf, dass ihr euch da bedient. Genau, vorne Bar von der Fachschaft von der Hochschule Ansbach. Ihr könnt euch da gerne Getränke holen. Ja, aber hört euch auch gerne meine Anmoderation an. Anne, hast du eigentlich ein Haustier oder warst du schon mal Babysitten? Ja. Beides ja. Ich habe einen ganz tollen Kater. Name? Xafi. Süß. Ja. Süß. Also ich bin eher der Hundetyp, aber ich finde Katzen auch toll. Das ist ein Kater. Ganz wichtig. Der ist ganz süß und großartig. Okay. Dann kann dir das nächste Team wahrscheinlich sehr gut helfen. Genauso wie vielen anderen Tierliebhabern auch. Denn Catsitter möchte Katzenbesitzer und Katzensitter, tolles Wort an der Stelle, verbinden. Wie sie das anstellen möchten, sollen sie am besten selbst erklären. Hier kommt das Video zu Catsitter. Hi, ich bin die Ruth und ich studiere in Ansbach Innovation und Entrepreneurship. Ich bin Diane und ich studiere in Rothenburg Interkulturelles Management. Und gemeinsam sind wir Team Catsitter. Also die Grundidee zu Catsitter ist dadurch entstanden, dass wir eben beide Katzenbesitzerinnen sind und in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatten, eine bezahlbare und praktische Betreuungsmöglichkeit zu finden. Hi, ich bin die Ruth und ich studiere in Ansbach Innovation und Entrepreneurship. Ich bin Diane und ich studiere in Rothenburg Interkulturelles Management. Und gemeinsam sind wir Team Catsitter. Also die Grundidee zu Catsitter ist dadurch entstanden, dass wir eben beide Katzenbesitzerinnen sind und in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatten, eine bezahlbare und praktische Betreuungsmöglichkeit zu finden, wenn wir in den Urlaub gefahren sind. Catsitter ist eine Vermittlungsplattform, wo sich Katzenbesitzer und Katzenbetreuer jeweils Profile anlegen können und ähnlich wie bei zum Beispiel Airbnb miteinander in Kontakt treten können. Und während die Katzenbesitzer so den Vorteil einer einfachen und kostengünstigen Katzenbetreuung haben, haben wiederum die Betreuer den Vorteil, dass sie sich ganz nebenbei noch was dazu verdienen können. Wir haben unser Geschäftsmodell jetzt schon komplett ausgearbeitet. Wir konnten auch schon einige Prototypen erstellen, die wir jetzt auch anhand von Nutzertests noch weiter validieren und optimieren möchten. Und im nächsten Schritt gehen wir jetzt dann an die Umsetzung der App. Vom Campus der Löwen erhoffen wir uns, dass wir zum einen Unterstützung bei der Gründung bekommen. Zum anderen hoffen wir aber auch, dass wir gerade jetzt in unserer Umsetzungsphase von dem Wissen der Experten hier profitieren können. So, jetzt haben wir dieses Vorstellungsvideo schön doppelt gesehen. Fand ich ganz gut, denn so konnten wir die Information gebündelter in unsere Hirne erfassen. Wir konnten ganz viele Katzenbilder sehen. Und Katzenbilder kann man nie zu viel haben. Um es kurz zu fassen, hier kommen jetzt Ruth und Diane von Catsitter. So, da wird noch was mitgebracht. Ja. Noch mehr Katzen? Hallo. Genau, noch mehr Katzen. Sehr gut, finde ich sehr, sehr gut. Stelle ich mal so, dass man die gut sieht. So, ihr stellt schon mal eure Sachen hin. Wir schleichen uns hinten raus und ihr könnt dann loslegen, wenn ihr ready seid. Super. Okay.
So, jetzt hat die Familie Müller einfach ihre arme Katze, die Schmusi, zu Hause alleine gelassen. Doch haben die das keineswegs aus Boshaftigkeit getan, sondern einfach, weil sie in ihrer Nähe keine passende Katzenbetreuung gefunden haben oder jedenfalls keine, die bezahlbar war. Und dieses Problem betrifft nicht nur die Familie Müller, sondern das haben sehr viele Leute. Und wir wollen dafür eine Lösung präsentieren. Ich bin die Ruth und das ist die Diane und gemeinsam sind wir Team Catsitter. Ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht schon gehört haben, aber seit Beginn der Pandemie ist die Zahl der Katzenadoptionen in Deutschland um 1 Million angewachsen. So sind nach aktuellem Stand 16.700.000 Katzen in Deutschland heimisch in den deutschen Haushalten. Genau, und das ist eben eine unglaublich große Zielgruppe auch. Und Sie müssen sich vorstellen, das allein in Deutschland. Und nur mal zum Vergleich, das sind einfach mal mehr Katzen in Deutschland, wie die meisten EU-Länder Einwohner haben. Genau, aber schauen wir uns die Zahlen noch mal ein bisschen genauer an. Also man kann sagen, dass ungefähr 1/4 oder sogar ein bisschen mehr aller deutschen Haushalte mindestens eine Katze haben. Und es entspricht ungefähr 9 Millionen Menschen. Gleichzeitig gibt es aber auch 55 Millionen Menschen in Deutschland, die jedes Jahr gerne für mindestens 5 Tage verreisen. Und wenn man jetzt sagt, man nimmt da die Schnittmenge draus, was dann unserer Zielgruppe entspricht, kann man sagen, dass es 6 Millionen Menschen in Deutschland gibt, die gerne reisen, aber gleichzeitig auch mindestens eine Katze zu betreuen haben. Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, in einem Statement, was unsere Zielgruppe antreibt, ist, sie wollen einfach, dass es ihrer Katze immer rundum gut geht, auch wenn sie eben mal nicht zu Hause sein können. Ja, und hier kommen jetzt wir ins Spiel. Wir wollen eine App auf den Markt bringen, über die Katzenhalter sich mit Katzensittern ganz einfach und unkompliziert vernetzen können. Die App soll es kostenlos im Play Store oder im Store zum Download geben. Und wir von Catsitter verdienen dann an den Vermittlungsgebühren bei einer Buchung. Zusätzlich wollen wir noch einen smarten Service in die App integrieren, um den Katzenbesitzern das Leben zu erleichtern. Wir haben ausgerechnet, wenn nur 0,5% unserer Zielgruppe unsere App im ersten Jahr für die durchschnittlichen 5 Tage Urlaubsdauer nutzt, erzielen wir einen Nettoumsatz von 218.700 Euro im Jahr. Ja, warum sollten die Leute jetzt aber unsere App nutzen? Wir bieten für die Katze eine 1:1 Betreuung zu Hause. Das heißt, die Katze muss ihre gewohnte Umgebung nicht verlassen, was für die Tiere immer mit enormem Stress verbunden ist. Und die Katze kann vom Katzensitter individuell betreut werden. Also es kann auch auf Besonderheiten bei der Fütterung oder Medikamente, Krankheiten etc. besser eingegangen werden als beispielsweise in Tierpensionen. Wir haben außerdem eine bessere Verfügbarkeit als Tierpensionen. Und eben verschiedene Zusatzleistungen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Aber auch der Preis spielt natürlich eine Rolle. Wir wollen ein flexibles Preismodell bieten, beginnend bei 12 Euro, so dass es auch bei mehreren Katzen eben kein Problem ist, sie betreuen zu lassen. Und Diane, gibt es überhaupt so eine richtige Konkurrenz aktuell, die wir haben? Ja, nicht viel tatsächlich. Es gibt tatsächlich nicht viele andere Anbieter. Die wenigen, die wir gefunden haben, konzentrieren sich eher auf Hunde, oder sind zumindest nicht auf Katzen fokussiert. Ja, aber auch für die Katzensitter soll die App natürlich attraktiv sein. Wir richten uns da an Menschen, die gerne ein Haustier hätten, aber sich aus verschiedenen Gründen kein eigenes Haustier halten können oder leisten können und die sich vielleicht auch eine Kleinigkeit dazu verdienen möchten. Genau, und dann schauen wir uns mal an, wie das so vonstatten geht, wenn die jetzt unsere App nutzen. Also als erstes registrieren die sich und durchlaufen so ein Identifikationsverfahren, wo sie die Echtheit quasi bestätigen müssen. Dann würden sich jetzt die Katzensitter hier links, die würden sich ein Profil anlegen mit allgemeinen Infos und würden hinterlegen, in welchem Radius sie bereit wären zu sitten und in welchen Zeiträumen sie verfügbar sind. Zum späteren Zeitpunkt spielen dann auch noch diese Sternebewertungen, die Sie hier sehen, eine große Rolle, weil die Katzenbesitzer werden immer nach dem Sitting bewerten, wie sie die Betreuung fanden. Und es soll eben auch die Qualität der Betreuung so sicherstellen.
Und die Katzenbesitzer legen sich hier ein Profil für ihre Katze an, wo dann auch so Besonderheiten für die Betreuung hinterlegt werden. Genau. Wenn jetzt Familie Müller für ihre Schmusi eine Betreuung sucht, gibt sie hier in diese Suchmaske ein, in welchem Zeitraum sie die Betreuung sucht. Sie kann festlegen, welche Qualifikationen der Sitter haben muss. Genau. Und dann, wenn die hier auf Suchen geht, werden ihr in einer Liste alle verfügbaren Sitter angezeigt. Sie sucht sich aus der Liste dann den optimalen Sitter für sie raus und schickt eine Anfrage an diesen. Da kann sie auch gleich so noch so ein paar To-Dos mitschicken, wann da was zu erledigen wäre. Und ja, das erhält dann der Sitter und der überlegt sich jetzt, nimmt er die Anfrage an oder nicht. Außerdem haben wir eine Chat-Funktion, wo die beiden noch Details besprechen können. Wie machen sie es mit der Schlüsselübergabe? Genau, das klären die dann noch über die Chat-Funktion. Kommt dann die Buchung zustande und der Cat-Sitter sittet bei der Frau Müller, dann soll die auch immer Status-Updates ein bisschen bekommen, damit sie weiß, ihrer Katze geht's gut, sie kann in Ruhe ihren Urlaub genießen, die Frau Müller, genau. Und dann hat sie auch die Möglichkeit, Fotos und Videos über die App zu schicken. Der Katzensitter hat die Möglichkeit, Fotos und Videos zu schicken. Genau. Außerdem war es uns wichtig, dass eben beide abgesichert sind für eventuelle Schäden, die ja entstehen könnten während der Betreuung oder dass das Tier irgendwas hat. Da arbeiten wir mit einer Versicherung zusammen. Da stehen wir in Kooperation mit der DVK. Dass eben auch hier die gut abgesichert sind. Außerdem stehen wir momentan noch im Austausch mit Tasso. Tasso ist ein zentrales Tierregister und wir wollen eben uns mit denen ein bisschen connecten, weil falls dem Tiersitter das Tier abhauen würde während der Betreuung, kann er das dann hier über Tasso dann eben leichter auffindbar machen. Ja, was wir jetzt bisher gesehen haben, waren die Funktionen, die gleich in der ersten Version der App verfügbar sein sollen. Aber wir denken natürlich auch noch weiter und haben auch schon Pläne für die Zukunft. Und zwar wollen wir das Ganze in Zukunft auch mit Anbietern von smarten Türöffnern, smarten Türschlössern verbinden, sodass der Katzensitter problemlos und unkompliziert in die Wohnung kommt. Wenn er dann in der Wohnung ist, dann hat der Katzenhalter die Möglichkeit, den Eingangsbereich mit einem Geofence auszustatten, sodass der Katzensitter dann über die App direkt die tagesaktuellen To-Dos aufs Handy bekommt. Die kann er dann hier antippen und kann dann eben die Aufgabe als erledigt abhaken oder er kann sich navigieren lassen über Beacons, die man in der Wohnung eben an die relevanten Stellen kleben kann. Ja, wie sehen jetzt unsere konkreten nächsten Schritte aus? Aktuell befinden wir uns in der Investorensuche, um eben die Erstentwicklung finanzieren zu können. Dann kann es auch schon an die Firmengründung gehen. Da muss ein Gewerbe angemeldet werden. Es muss auch noch ein ausführlicher Businessplan mit Realisierungsfahrplan erstellt werden. Und dann kann es auch schon an die Entwicklung der App gehen. Und aktuell planen wir eine Markteinführung zum Frühjahr 2023. Werbung wollen wir vorrangig über Social Media und Kooperationen machen mit zum Beispiel Tierheimen oder Tierbedarfshandel und auch Reiseunternehmen. Ja, und wenn das Ganze dann soweit ist, dann kann in Zukunft auch die Frau Müller ganz entspannt am Strand liegen, weil sie weiß, dass es ihrer Schmusi immer gut geht. Aber dafür bräuchten wir jetzt natürlich noch Unterstützung. Wir brauchen 15.000 Euro für die Erstentwicklung der App. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns mit eurem Know-how bei der Gründung zur Seite steht. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Für alle folgt uns gerne auf Instagram unter Schlumpfstrax mit 2 R. Vielen Dank, ihr beiden. Und wir gehen direkt mal rüber zum Jury-Feedback. Lisa, hast du ein Haustier? Hast du eine Katze? Kannst du sehen, dass du das benutzt? Ja, also ich hab eine Katze. Ich finde es spannend, dass es auch nur auf Katzen fokussiert ist. Das wäre sozusagen auch meine erste Frage, warum ihr euch auf die Katzen fokussiert. Aber unter anderem mich auch nochmal am Umsatz interessiert, und zwar wie ihr auf die Zahl gekommen seid. Genau, da haben wir extra ein Backup-Slide. Vielleicht kannst du mal kurz hinklicken mit einer dieser einfachen Kalkulation. Aber es geht ein bisschen weiter. das war die Preisgestaltung. Nochmal 2 weiter, noch weiter. Wir haben ganz viele Backup-Folien. Nochmal 1 weiter, glaube ich. Ganz hinten natürlich. Genau, das war das mit den 6 Millionen Haushalten, die eben eine Katze haben. Und im Jahr, die Zahl war von 2019, weil wir die Zahlen von vor Corona genommen haben, weil die letzten 2 Jahre ja nicht so aussagekräftig jetzt waren. Genau, da haben wir diese 6 Millionen Haushalte als Schnittmenge.
Durchschnittlich sind die 5 Tage pro Jahr verreist. Und wenn jetzt eben 0,5% der Haushalte, also von diesen 6 Millionen, das sind 30.000 Leute, das sind eben diese 30.000 Buchungen mal 5 Tage, wären das 150.000 Buchungen. Und die Kosten für ein, also der Basispreis für so eine Buchung liegt bei 12 Euro. Wir haben gedacht, dass wir so Staffelpreise machen für Zusatzleistungen, dann eben immer das Ganze erhöht wird. Und wenn wir jetzt von diesem Basispreis nur ausgehen, rechnen wir diese 150.000 Buchungen mal 12 und dann eben noch die 15% Provision abziehen, die wir als Catsitter eben davon bekommen, kommen wir ja bei einem Nettopreis von Nettoeinnahmen von diesen 218.700 raus. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass wir es quasi nochmal sogar extra schlecht gerechnet haben, weil wir immer nur von diesen 5 Tagen ausgegangen sind und es ist ja dieses für mindestens 5 Tage verreist. Also tendenziell ist da noch Luft nach oben und es ist eher schlecht gerechnet. Genau, und diese höheren Staffelpreise sind da auch nicht. Also wir sind immer vom Minimalpreis ausgegangen und da steckt schon Potenzial dahinter. Okay, und da ist jetzt auch, also ihr habt jetzt noch nicht die Versicherung und die ganzen Kosten, die euch dazukommen, die sind ja noch nicht eingerechnet. Ich glaube, da müsst ihr noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, in die Zahlen, dass ihr da auch wirklich alles mit einberechnet, gerade das Marketingbudget, um die App dann auch zu vermarkten, ist natürlich auch noch mal eine große Investition. Genau, das ist nur für die Erstinvestition, diese 15.000. Wir haben 11.100 Euro Kosten, laufende Kosten im Jahr. Da sind ein monatliches Marketingbudget für 400 Euro drin. Wir haben irgendwie Servermiete, ich glaube 100 Euro waren das. Ja, auch also wir haben da auch wirklich schon Angebote eingeholt auch, was sowas kostet. Dann sind dann auch Wartungskosten mit drin und die Versicherung, wobei wir da noch auf das finale Angebot warten. Also sind schon Kosten verrechnet, aber es kann noch mal ein bisschen teurer werden. Dann sind es halt 12.000 oder ich weiß es noch nicht genau. Also klar. Okay, geht da aber nochmal tiefer rein, weil 400 Euro Marketingbudget wird euch zum Beispiel nicht ausreichen. Da seid ihr noch sehr weit von entfernt. Deswegen schaut euch die Zahlen nochmal genauer an und richtet einfach mal durch. Aber ihr habt eine schöne Präsentation. Ihr habt auch ein schönes Storytelling am Anfang gemacht, das sehr emotional war. Dankeschön. Ja, vielen Dank. War eine tolle Präsentation. Auch grafisch sehr schön. Habt ihr irgendwie euch Gedanken gemacht, wie ihr das Tag-1-Problem lösen wollt, sage ich mal. Ne? Also wenn ich jetzt da eine Katze habe, ich gehe da rein, suche einen Katzensitter, da ist aber keiner. Was mache ich denn dann? Oder ich melde mich als Katzensitter an und es meldet sich aber 3 Monate keiner. Ne? Also es ist ja so eine Art Netzwerk, was erst ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen kritischen Masse funktioniert. Habt ihr euch da Gedanken gemacht, oder? Also, ja, also wir würden jetzt auch schon im Vorfeld über Social Media eben viel Werbung machen dafür. Und also man kennt das, haben wir jetzt gelesen, auch so von anderen Startups, die sich dann, man kann sich hier schon mal registrieren und oder halt seine E-Mail angeben für Newsletter. Und sobald die App dann verfügbar ist, können die sich dann sofort anmelden. Vielleicht kann man sich dann noch irgendwas ausdenken, dass die dann halt irgendwie, ja, wenn sie sich dann auch wirklich anmelden, irgendwie nochmal ein bisschen Rabatt bekommen oder sowas, dass es attraktiv wird. Weil also, ich glaube, gerade am Anfang wird viel Marketinggeld nötig sein, um das zu pushen und ich würde vielleicht eher sogar mir überlegen, so mal regional spitz das erstmal zu machen, ne? Um einen Kreis zu haben, dass ich dann, wenn ich da reingehe und jemand für meine Katze suche, auch dann jemand finde und es jetzt in Deutschland weit gleich ausrollen. Okay. Ja. Sehr gut. Okay. Mega schöne Präsentation. Das Video war 10 aus 10, also wenig Text. Man hat sofort verstanden, worum es geht, war sofort abgeholt, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Sehr emotional. Und die Slides auch super schön gebrandet, hat mir alles super gefallen. Wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ist beim Business Case. Also 30.000 User im ersten Jahr ist schon eine ziemliche Ansage für so eine Plattform-App. Ich glaube, realistisch pro Download wird man wahrscheinlich schon mehrere Euro zahlen und pro Registrierung dann wahrscheinlich nochmal mehr. Also bei 30.000 hätte ich aus dem Bauch raus eher gesagt, eine 500.000 Marketingkosten mit 400 im Monat könnte knapp werden. Und am Ende, glaube ich, was auch noch ein bisschen schwierig wird, wenn die Kunden, selbst wenn die eure App lieben, und ihr habt wahrscheinlich einiges investiert, jetzt vor allem, wenn ihr größer werdet, einen Kunden zu gewinnen. Wie hoch ist quasi der Customer Lifetime Value? Weil selbst wenn die euch super finden, die fahren halt nur einmal pro Jahr in Urlaub. Wenn man jetzt bei Helpling oder so ist, da kann man zumindest jede Woche buchen und hat dann sehr regelmäßige Einkünfte. Ihr investiert halt sehr, sehr viel Geld für einen User, der am Ende einmal pro Jahr die App benutzt. Das könnte schwierig werden. Und ansonsten, was ich mir auch überlegen würde, wäre vielleicht regional zu starten. Dann kann man schon die Marketingkosten sparen, vielleicht mit ein paar Tierheimen zusammenarbeiten. Genau.
Bei den 30.000 Usern haben wir uns auch daran orientiert, wie zum Beispiel Rover, das ist so eine ähnliche, nein, nicht ganz so ähnlich, aber so eine Hunde-App ist das. Mhm. Und die zum Beispiel wurde, glaube ich, 50.000 Mal oder so runtergeladen. Ja, 50.000 Downloads, aber die existiert ja auch schon ein bisschen länger. Also, genau, wobei auch noch nicht so lange. Weil die Idee mit Tierheimen haben wir dann auch, weil das ja auch ein großes Problem für die Tierheime ist, dass sie zu den Urlaubszeiten ja immer total voll laufen. Also wäre es so Kooperation mit denen auf jeden Fall denkbar. Mhm. Cool, danke. Jetzt habe ich einen Hund. Ich weiß gar nicht, ob ich qualifiziert bin, Feedback zu geben. Ich fand es auch eine super schöne Präsentation. Auch schön, dass ihr ein bisschen uns die Stimmung auf die Bühne geholt habt. Voll toll. Ich würde auch sagen, man könnte vielleicht dieses Henne-Ei-Problem, also irgendwie Sitter und irgendwie Katzenbesitzer und so, vielleicht dadurch lösen, was ja viele dieser Apps auch machen, dass man erstmal die Community aufbaut, bevor man in die Monetarisierung geht. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob es für Katzen auch Training-Content gibt, aber für Hunde gibt es ja viele dieser Apps, wo man dann, wie trainiere ich meinem Hund irgendwie XY an, das ist erstmal kostenlos, dann bin ich da, dann kann ich auch Vertrauen aufbauen, weil ich würde ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie das so ist, ob man einfach jemanden jetzt buchen würde für, ich gebe dir vielleicht Zugang zu meiner Wohnung im Urlaub, ich habe dich noch nie getroffen oder muss ich die Person davor treffen? Also ich hatte so German being Germans, hatte ich so Gedanken, so macht man das dann oder brauche ich nicht erstmal so ein Vertrauen, so eine vertrauensvolle Umgebung, brauche ich irgendwelche Zertifikate, irgendwie, wie stellt man das sicher? Und vielleicht kann man das schon aufbauen, bevor man dann in die Monetarisierung geht, weil das wird wahrscheinlich schwierig sein im ersten Jahr mit 400 Euro Marketingkosten in einem kleinen Markt, so wenn man nur auf Katzen geht, glaube ich, dass meine Gedanken dazu. Okay. Vielen Dank für das Feedback. Top-Präsentation. Ich habe mit Haustieren leider gar nichts am Hut, von daher ist das schon mal ein Lob. Ich finde es echt cool, dass ihr ein paar Schritte weitergedacht habt. Das ist alles schlüssig und tief durchdacht. Ein paar Rahmen, haben wir jetzt schon einiges gehört, da würde ich nochmal tiefer einsteigen. Also gibt ja zwei Plattformen, die am meisten verbreitet sind mit Google und Apple. Das heißt, das hat wahrscheinlich einen Impact auf eure Kosten. Was in der Kalkulation fehlt, ist, dass vor allem Apple da zwei Hände aufhält, und zwar große Hände, und auch sich da noch reindrängelt bei den 15%. Die Frage, also aus eurem Problem heraus gedacht, mit den 6 Millionen, die sozusagen betroffen sind, ist ja nur die eine Seite. Mich würde interessieren, wie viel denn sitten wollen, weil ich brauche ein Matchmaking. Das sollten ja irgendwie in einer ähnlichen Hausordnung sein, weil sonst habe ich da ein Problem, wie wir es schon gehört haben. Wie ist denn als Frage, wie ist eBay Kleinanzeigen Wettbewerb? Also ich bin so ein eBay Kleinanzeigen-Typ, alles, was ich will oder was ich loswerden will. Genau, also das ist natürlich da als Alternative, aber davon wollen wir uns eben gerade durch diesen Sicherheitsfaktor abheben, den Sie eben gerade genannt haben. Dass wir eine Verifizierung mit reinbringen wollen, dass die Katzensitter sich eben verifizieren müssen mit Ausweis, wie bei anderen Plattformen, wie zum Beispiel Airbnb, das ja auch der Fall ist. Und dadurch, dass das Ganze eben versicherungsrechtlich auch dann abgedeckt werden soll. Alles klar. Letztes Feedback. Ich würde erst den Laden gründen und dann nach Investoren suchen. Ich würde die Reihenfolge ändern und Thema Investoren. Das Gute an eurem Produkt ist ja eine recht enge Community. So. Und ich glaube zwar nicht per se an die Kosten, das haben meine Mitpanelisten schon ausreichend dargelegt, aber selbst wenn das teurer wird, würde ich mir das Thema Crowdfunding mal angucken, weil wenn das so eine Community ist, dann kann man da insbesondere vielleicht Katzenbesitzerinnen und Besitzer ansprechen und kann über so eine gewisse Hürde kommen. Aber auch dazu, ich würde erst die Firma gründen. Vielen Dank. Danke fürs Feedback. Dankeschön. Ja, vielen Dank, liebe Jury. Also ich habe ein Herz für Schmusi auf jeden Fall. Vielen Dank auch an euch. Ja, war sehr gut. Nochmal Applaus. So, Markus, wir reden jetzt über deine Kindheit und über meine Kindheit. Warst du ein braves Kind oder bist du auch mal weggelaufen? Ich würde sagen, dass ich brav war, aber kennst du Julia Leischig, die mit Bitte melde dich? Ja.
da haben mich zweimal meine Eltern dann suchen müssen. Ah ja. Also ich wollte einmal, habe ich gesagt, als Fünfjähriger, ich finde zur Oma, ich habe nicht zur Oma gefunden, einmal bin ich im Urlaub weggelaufen. Ich bin auch im Urlaub weggelaufen, am Strand. Meine Eltern haben mich 1,5 Stunden gesucht und gefunden haben sie mich dann an einem Wasserhahn, weil ich habe 1,5 Stunden mit 2 versucht, den Wasserstrahl zu fangen. Das hat nicht funktioniert. Ja, genau, und genau dieses Problem will unser nächstes Team ein bisschen beheben, und zwar unser Team Finderling. Und die stellen jetzt ihre Idee mit ihrem Video vor. Hi, ich bin die Franzi. Hey, ich bin der Nick. Hi, ich bin die Aileen. Gemeinsam studieren wir im Master Innovation Entrepreneurship an der Hochschule Ansbach. Und da hatten wir auch die Idee für Finderling, einem Ortungsarmband für Kinder. Wir als Finderling haben uns zum Ziel gesetzt, ein Ortungsarmband für Kinder zu kreieren, welches durch das ansprechende Design und eine App-Funktionalität einfach zu bedienen ist. Hinter uns liegt die Ideenfindung. Wir haben bereits ein grobes Konzept, wir haben bereits einen Prototypen und auch klickbare Dummies für unsere spätere App. Außerdem könnt ihr uns auch auf all unseren sozialen Medien folgen. Für uns ist es wichtig, ein altersgerechtes Design des Armbands zu entwickeln, was vor allem unsere Zielgruppe, die Kinder, gerne tragen. Hierbei legen wir auch den Fokus aufs Wesentliche und lassen unnötigen Schnickschnack einfach weg. In 2 Jahren sehe ich uns als Finderling mit dem Eli-Armband auf jeden Fall schon auf dem Markt. Und auch als bekannte Marke für alle Eltern, die mehr Gewissheit über den Aufenthaltsort ihrer Kinder haben wollen. Vom Campus der Löwen erhoffen wir uns vor allem, Spaß zu haben, unser Netzwerk zu erweitern, Erfahrungen zu sammeln und einfach ehrliches Feedback zu unserem Produkt zu bekommen. Und wir begrüßen jetzt die 3 vom Team Finderling. Hier sind Aileen, Nick und Franzi. Die Vorfreude auf euch ist schon sehr groß, wie man hört. Fans sitzen da. Ja, die haben schon das Finderling-Armband. Ja, genau. Das sind ganz genau, was sie sind. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und sobald ihr bereit seid, könnt ihr loslegen. Hi, schön, dass ihr heute hier seid. Mein Name ist Aileen. Auf dem Bild hier seht ihr meine Familie. Meine Kinder sind 2 und 3 Jahre alt und sie befinden sich heute auch hier im Publikum. Wir müssen kurz unterbrechen. Tut mir sehr leid. Schatz, wo ist Ella? Hat einer von euch meine Tochter gesehen? Als Mama kann ich euch sagen, gibt es nichts Schlimmeres, als der Gedanke, seine Kinder zu verlieren. Nicht zu wissen, wo sie sind, ist unerträglich. Allein der Gedanke reicht aus und man fühlt sich einfach nicht gut. Trotzdem werden jedes Jahr in Deutschland 15.000 Kinder als vermisst gemeldet. 98% der Fälle klären sich wieder auf, 2% nicht. Und ich denke, oder wir denken, 2% sind genug, um zu handeln. Wir möchten Eltern Gewissheit über den Aufenthaltsort ihren Kindern geben. Und wir möchten Eltern das Gefühl der Handlungsunfähigkeit nehmen. Genau, und bei dieser Problematik setzen wir an, zusammen als Team Finderling. Und unser Team besteht zum einen aus der Aileen, das ist unsere Ideengeberin, unser kreativer Kopf. Dann haben wir noch die Franzi, das ist unsere Strukturgeberin und jemand, der auch bei der größten Krise noch einen kühlen Kopf behält. Und dann auch bei mir, ich bin der Niklas, ich bin ein bisschen fürs Visuelle zuständig. Und als kleiner Perfektionist habe ich zum Beispiel die Folie, ich glaube, 8 oder 9 Mal überarbeitet. Wie der Aileen gesagt hat, unser gemeinsames Ziel ist es, Eltern mehr Gewissheit über den Aufenthaltsort ihrer Kinder zu geben. Und das wollen wir schaffen mit einer Kombination aus Design und Funktionalität und auch mit einem Produkt, das es so noch nicht auf dem Markt gibt. Und das ist unser Eli-Armband.
Unser Eli-Armband ist ein kindergerecht designtes Armband. Das heißt, die Kinder wollen es auch wirklich tragen. Warum wollen sie es auch wirklich tragen? Weil es individualisierbar ist. Das heißt, sie können das Armband ihren Wünschen, ihren Träumen anpassen. Und ein weiterer wichtiger Aspekt für uns ist der Aspekt des Minimalismus. Darunter verstehen wir einfach, Eigenschaften, Features wegzulassen, die die Kinder, aber vielleicht auch die Eltern verwirren könnten. Und wir waren jetzt einfach mal so frei und haben ein paar Prototypen mitgebracht, dass Sie auch als Jury das Armband fühlen, sehen können und sich vielleicht auch ein bisschen mehr darunter vorstellen können. Und ja, frisch aus dem 3D-Drucker. Wir sind sehr stolz. Und dieses Armband wird dann verbunden über eine App. Also wir haben eine App-Konnektivität. Auch da haben wir natürlich einen Prototypen mitgebracht, um das Ganze ein bisschen erlebbarer zu machen. Und wir haben die App jetzt einfach mal auf das neueste iPhone geladen. Und wie man sehen kann, wenn man die App öffnen will, muss man das Ganze erstmal mit seinem Gesicht entsperren. Und hier wird schon klar, uns ist die Sicherheit der Daten natürlich sehr wichtig. Und wenn man jetzt in der App sich befindet, sieht man zu Beginn auch eine schöne Übersicht über die Kinder. Hier haben wir zum Beispiel eine Freundin von Ella, das ist die Lynn. Die ist gerade im Geofence Schule. Das heißt, man sieht auch mehrere Kinder übersichtlich in einer skalierten Karte. Und wenn man jetzt zum Beispiel den älteren Bruder, wenn der mal wieder ausgebüxt ist und man will sich live navigieren lassen, dann können wir das natürlich auch machen, weil wir auch die Funktion der Live-Navigation haben in Echtzeit. Und den letzten Aspekt, den ich euch noch kurz zeigen will, der bezieht sich ein bisschen auf die Individualisierbarkeit, weil wir wollen natürlich auch in unserem eigenen Online-Shop, in unserem integrierten Online-Shop verschiedene Elemente für das Armband anbieten. Und ja, das haben wir vor mit einem Online-Shop eben in unserer App. So viel zum Armband, so viel zur App. Und jetzt würde euch Aline noch erklären, wie das Ganze dann auch wirklich zusammenspielt. Genau, so viel zu Hard- und Software. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie das beides zusammenkommt. Meine Tochter Ella hätte heute ihr Ellie-Armband um ihr Handgelenk. Sie würde über GPS, das Armband würde über GPS-Satelliten Daten empfangen. Das Armband würde diese Daten verarbeiten und dann über Übermittlungssysteme auf meinem Handy in meiner Finderling-App anzeigen. Das heißt, ich müsste nur mein Handy rausholen und hätte jederzeit in Echtzeit den Standort des Armbandes meines Kindes. Natürlich möchten wir das Armband nicht nur für mich entwickeln, sondern wir wollen eine gesamte, also eine weitere Zielgruppe ansprechen. Dafür haben wir verschiedene Prototyping-Methoden und mit Hilfe eigener Umfragen geschaut, wer passt denn in unsere Zielgruppe, wer ist unsere Zielgruppe und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es vor allem Eltern von Kindern zwischen 2 und 9 Jahren sind, die außerdem qualitativ hohe Ansprüche an Produkte für ihre Kinder haben. Und natürlich auch ein bisschen überfürsorglicher vielleicht in Bezug auf ihre Kinder sind. Im nächsten Schritt wollten wir dann, also nachdem wir unsere Zielgruppe definiert haben, war es uns wichtig zu wissen, wie groß ist denn unsere Zielgruppe. In Deutschland leben derzeit 6 Millionen Kinder in der Altersspanne von 2 bis 9 Jahren. Natürlich möchten nicht alle Eltern so ein Armband kaufen. Nicht jeder findet es gut, sein Kind zu tracken. Auf Basis verschiedener Studien haben wir dann festgestellt, dass es 3,9 Millionen Kinder gibt in Deutschland, die Eltern haben, die positiv über Tracking-Möglichkeiten denken. 93.000 dieser Kinder haben außerdem Eltern, die ein bisschen fürsorglicher sind. Da zähle ich dazu. Und gerade da, denken wir, haben wir große Chancen, diese zu erreichen und mit einem Ellie-Armband auszustatten. Genau, und jetzt haben wir auch schon ein bisschen was über den Markt gehört. Und wenn ein Markt bereits vorhanden ist, dann gibt es meistens auch schon Wettbewerber. Und diese Wettbewerbsprodukte möchten wir euch auch einmal vorstellen. Diese haben wir uns angeschaut, einmal, ob das Produkt kindgerecht designt ist, aber auch, ob es wirklich nützlich für das Kind ist, also ob es auch wirklich tagtäglich tragen kann. Es gibt Ortungsmodule, die sind nicht speziell für Kinder ausgelegt, aber auch nicht wirklich so gestaltet, dass man sie auch am Kind tragen kann. Allerdings gibt es mittlerweile schon GPS-Uhren. Diese Uhren sind direkt für Kinder entwickelt worden und somit auch perfekt zum Tragen. Die haben auch weitere Funktionen, wie zum Beispiel eine Videofunktion. Somit können sie direkt mit den Eltern immer in Kontakt treten. Das Problem hierbei ist allerdings, dass diese in der Schule verboten sind.
und somit kann das Kind die Uhr nicht jeden Tag tragen. Ortungsanhänger gibt es auch mittlerweile bereits. Wir haben zum einen wirklich speziell designte für Kinder, aber auch welche mit einem schlichteren Design. Die kann man ganz leicht an den Rucksack zum Beispiel anhängen oder aber auch in die Hosentasche stecken. Kinder haben allerdings nicht immer den Rucksack dabei oder beim Spielen ist es öfters mal auch so, dass vielleicht mal der Anhänger aus der Hosentasche rausfallen könnte. Was nicht rausfallen kann, ist eine Sohle. Und das ist ein weiteres Produkt, was mittlerweile auf dem Markt ist, das mit Ortung versehen ist. Und zwar kann man Schuhe auslegen, die also eine Sohle haben, die sozusagen dann genau wissen, wo auch die Kinder sind. Das Problem ist aber natürlich hierbei auch, dass Kinderschuhe natürlich ganz viele haben werden, oder Kinder haben ganz viele Schuhe und natürlich wachsen auch die Füße noch. Von daher ist es eher schwierig, als Elternteil immer sicherzustellen, dass man genau weiß, ob das Kind jetzt halt wirklich die Schuhe mit den eingelegten Sohlen haben. Und wir als Team Finderling sehen daher ein Potenzial, ein Ortungsgerät zu entwickeln, wo genau hier ansetzt. Wir haben ein designtes Armband, was genau perfekt für Kinder ausgelegt ist und die Funktionalität aufs Wesentliche beschränkt. Doch was ist jetzt genau unser potenzielles Geschäftsmodell? Wir haben uns überlegt, ein Armband mit dem Ortungsmodul anzubieten und gleichzeitig eben eine App, die mit einem Abo-Modell funktioniert. Wir möchten aber unsere Kunden auch langfristig an uns binden. Das heißt, wir werden auch Wechselarmbänder anbieten, die zum Beispiel verschiedene Größen haben, Farben oder aber auch Materialeigenschaften. Für uns ist es aber auch spannend zu sehen, dass man einen Sammelcharakter von Kindern haben kann. Also beziehungsweise wir möchten es so gestalten, dass die Kinder auch Anhänger sammeln können. Daher wird es Anhänger geben, die verschiedene Motive haben, zum Beispiel von Tieren, die dann somit individualisierbar sind und die Kinder somit das Armband noch lieber tragen können. Denn das ist das Wichtigste, dass Kinder das Armband auch wirklich gerne tragen. Aber wir als Team Finderling schauen nicht nur auf die Jüngsten, sondern jeder von uns hat auch Eltern und Großeltern. Und der eine oder andere kennt es vielleicht, dass jemand die Krankheit hat, zum Beispiel wie Demenz. Und es ist schlimm, wenn auf einmal der Opa oder auch die Oma nicht mehr auffindbar ist. Und auch genau da können wir ansetzen und mit einem Ortungsarmband helfen und eine weitere Zielgruppe damit bedienen. Wir als Team Finderling möchten deswegen unsere Entwicklung weiter fortfahren. Und mit 20.000 Euro würden wir hier weiterkommen. Wir sind auf jeden Fall dabei und möchten Finderling weiter antreiben. Ich hoffe, Sie sind es vielleicht auch und unterstützen uns dabei. Ja, vielen Dank und jetzt sind wir noch gespannt auf Fragen und Feedback. Vielen Dank. Vielen Dank. Daniel, konnte dich die Idee überzeugen? Fandest du sie gut? Das ist ein großer Vorteil gegenüber den Ketzerinnen ist, dass ich zwei Kinder habe und keine Katzen. Ja, das ist sehr, sehr gut aufbereitet, muss ich wirklich sagen. Warum ist denn diese Uhr verboten und euer Armband nicht? Ist das irgendwie... Kann ich beantworten. Die Uhren verfügen über Abhörfunktionen. Man kann mit den Uhren telefonieren. Und deswegen sind die in öffentlichen Institutionen, wie Kindergärten und Schulen verboten. Ein weiterer Aspekt ist auch, mein Sohn ist 3 Jahre alt. Und dem würde ich ungern etwas ans Handgelenk hängen, was schon 7 vorinstallierte Spiele drauf hat. Das heißt aber, ihr könnt weitestgehend sicherstellen, dass die Armbänder nicht verboten werden. Naja, sie werden keine Abhörfunktion. Okay, alles klar. Das ist das Wichtigste, nicht weil in diesem regulierten Land, das weiß man ja nie. Das Zweite ist, könnt ihr nochmal auf das Kosten- und Abo-Modell und so eingehen? Also ich habe das verstanden, das macht grundsätzlich Sinn, aber was kostet jetzt genau wie viel? Da haben wir eine Backup-Folie vorbereitet. Hatte ich vermutet. Genau, und zwar sehen wir so, dass die Armbänder wahrscheinlich ungefähr 80 Euro kosten werden und dazu eben das Abo-Modell 5 Euro oder knapp 5 Euro im Monat. Es ist so, dass man für die Konnektivität einfach, dass man das Kind wirklich genau tracken kann, eben das über Systeme macht, die man monatlich halt bezahlen muss. Und deswegen gibt es einmal ein Abo-Modell und zugleich aber auch noch eben das Armband an sich, das man kaufen kann. Okay,
Mich würde dann tatsächlich die Kalkulation des Armbands interessieren. Warum? Weil ich finde natürlich schon das Gestalterische und für, also das ist alles ganz interessant. Die Frage ist, wo macht ihr am Schluss die meiste Marge drüber? Normalerweise auf der rechten Seite, von mir aus gesehen, so laufen irgendwie die Abo-Modelle. Und dann ist die Frage, ist es knapp genug kalkuliert, weil 80 Euro ist jetzt auch kein Pappenstiel, wenn ein großer Teil der Eltern angesprochen werden soll. Also meiner Erfahrung nach ist Risikogebiet eher eine Großstadt, ne, so wie Berlin. Da ist im Schnitt wahrscheinlich weniger Kaufkraft vorhanden. Also das würde mich interessieren, wie ihr da kalkuliert habt, ob man das vielleicht noch ein bisschen reduzieren kann, weil die Hypothese ist, die Marge wird auf der von mir aus rechten Seite gemacht. Ja, also allgemein kann man es, denke ich, was ich dazu noch sagen will zu dem Punkt ist, dass der Aspekt mit den Risikogebieten vielleicht, also da habe ich auch jetzt gerade eine Studie im Kopf, dass es so ist, dass da tatsächlich die Eltern auch meist gar nicht so besorgt sind und gar nicht das vielleicht im Hinterkopf haben und dass dadurch unser Produkt, glaube ich, auch eher in der Mittel- und Oberschicht gesehen werden kann. Also der komplette Fokus, sage ich mal, das dazu. Und ja, allgemein haben wir das jetzt mal so kalkuliert. Vom Preis her, glaube ich, können wir schon noch ein Stück weit runter, aber das war jetzt dazu auch, was wir von Befragungen, die wir durchgeführt haben mit 200 Leuten, da kam es so raus, die würden so zwischen, ich glaube, 60 und 100 Euro waren es jetzt, wären sie bereit zu zahlen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir würden uns hier so ansiedeln, genau. Genau, und das ist jetzt unser erster Preis. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwie erst die Entwicklungskosten reinbekommen. Uns ist es auf jeden Fall ein Anliegen, dieses Armband für jeden zugänglich zu machen. Weil ich als Mama, für mich ist es einfach wichtig, dass alle ihre Kinder schützen können und nicht nur die, die genug Geld auf dem Konto haben. Und deswegen wird es auch verschiedene Materialien geben. Aber ja, so weit sind wir ehrlich gesagt auch noch gar nicht in der Planung. Okay, vielen Dank. Ja, super, super gute Präsentation, auch sehr schön designt. Das war schön anzusehen. Ich finde auch tatsächlich, dass das Produkt super designt ist. Ich habe keine Kinder und ich habe zum ersten Mal diese Anhänger gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und ich würde das jetzt nicht gut finden, sowas an einem Rucksack zu hängen. Deswegen glaube ich auch, dass das eine bessere Lösung auch ist, weil es sagt nicht nach außen, was es tut. Was ich finde, was diese anderen Dinger irgendwie eher machen. Deswegen, das finde ich eine gute Produktidee. Ich habe tatsächlich das Erste, was ich dachte, Kinderrechte, hochsensible Daten, ist das, also wie fühlt sich das jetzt so an? Also was wären eure drei Argumente? Ihr habt ja auch ein bisschen Wettbewerb. Ich bin jetzt neue Mutter, ich stehe vor diesem Regal, so da wird wahrscheinlich überall draufstehen, super trustworthy. So, wie würdet ihr mich jetzt als, vielleicht bin ich an der Grenze zu den 3,9 Millionen Eltern, die das spannend finden, würdet ihr mich da überzeugen? Was wären so die drei Punkte? Also, ich denke, das Hauptargument ist, dass das eben schön designt ist. Es ist nicht klobig. Ich weiß nicht, ob mein Sohn kurz sein Handgelenkchen hochheben kann. Sehr klein. Und die GPS-Uhren sind klobig, also das passt einfach nicht. Also das heißt, unser Produkt eignet sich auch für die ganz kleinen Kinder. Also jetzt nicht für die Babys, aber so ab 2 Jahren würde das funktionieren, ohne dass es das Kind im Alltag stört. Genau, dazu muss man auch sagen, dass wir halt auch von technischer Seite schauen wollen, dass beispielsweise die Server halt nur in Deutschland stehen. Und ein weiterer Aspekt ist auch noch, dass wir eigentlich gleich zu Beginn auch auf Instagram diese Transparenz und auch dieses Storytelling hatten. Also die Aline ist natürlich als Ideengeberin und als Mutter, sage ich mal, steht sie auch für die Marke Finderling. Und deswegen wollen wir hier auch überzeugen, sage ich mal, um diese Transparenz zu schaffen. Ja, aber uns ist auf jeden Fall Sicherheit super wichtig. Deswegen möchten wir auch vor allem die ganze Technik beziehungsweise wo die ganzen Daten gespeichert sind, hier in Deutschland lassen. Und vor allem aber auch, dass wir als Team Finderling beziehungsweise als Unternehmen die Daten gar nicht speichern. Also das heißt, weder wir noch irgendjemand anders, bis auf wirklich die Eltern, wenn sie die Rechte haben, bekommen überhaupt diese Daten. Und das ist uns auch ganz wichtig. Und deswegen ist zum Beispiel auch die App so programmiert oder soll so programmiert werden, dass man da auch wirklich so rein kann, wenn man nur mit der Face-ID oder eben auch an einem PIN das entsperren kann. Also da legen wir vor allem sehr viel Wert auf die Datensicherheit. Und ich glaube, das ist jedem Elternteil wirklich auch mit das Wichtigste, wenn es um Daten und die Kinder geht. Kann ich bestätigen. Vielen Dank. Cool, danke. Sehr schöne Präsentation, auch schöne Mockups. Zum Gründerteam, habt ihr auch noch ein Programmierer im Team oder plant ihr da jemanden mit reinzuholen, um da Kosten zu sparen? Bei Excel wird das Ganze ja sehr teuer sein.
Ja, also wir hoffen, oder wir haben jetzt schon angefangen, uns ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Die Hochschule Ansbach hat auch verschiedene Netzwerke, aber Stand jetzt haben wir leider noch keinen Programmierer im Team. Aber wenn uns hier jemand hört, also gerne. Genau. Und ansonsten, also ich selber benutze AirTags, ich finde die super. Und was wäre jetzt euer Pitch gegen die AirTags? Ich sage mal, da zahle ich 50 Euro, 6 Monate Akkulaufzeit, kein Abo-Modell, Apple hat vielleicht die Daten, aber wo grenzt ihr euch da ab? Also, AirTag ist mein Lieblingsthema. Wissen Sie, wie dein AirTag funktioniert? Ja. Das funktioniert nur, solange ein iPhone in der Nähe ist. Und es muss auch eine bestimmte Version des, der Software auf dem iPhone sein. Und die Reichweite ist sehr gering. Das heißt, das iPhone muss in der unmittelbaren Nähe quasi zum AirTag sein. Also ich glaube, ich habe gelesen, irgendwas zwischen 50 bis 100 Meter. Das heißt, wenn Ihr Kind jetzt im Wald sich verläuft, dann, ja, weiter brauche ich, glaube ich, gar nicht erzählen. Okay, verstanden, danke. Ja, schöne Präsentation, finde natürlich eine gute Idee, bin auch Vater von zwei Kindern. Ich finde den Ansatz ganz gut, ich finde den modularen Ansatz, ich habe mir so gedacht, warum gibt es das jetzt, also warum muss es sowas separat geben für Hunde, für Kinder, für X, für Y, für ob man da vielleicht so wie der Apple Watch, wo sie wieder anfangen, ne, wo man die Armbänder tauschen kann und so weiter. Wo ist er? Da fände ich sogar 80 Euro, ich würde sogar mehr dafür zahlen, wenn ich wüsste, das passt jetzt dem Kind von 2 bis 16 oder so. Ne? Also man muss ja auch hier. Der Knackpunkt, 16-jähriges Kind. Ne, der Knackpunkt ist ja, das muss ja das Kind auch anziehen wollen. Ja. Ne? Also, weil du kannst es damit überstülpen. Also deswegen muss das ja auch grafisch irgendwo mitwachsen und muss irgendwie so einen Anziehungseffekt haben. Und das kann ich natürlich vielleicht vom Armband, was wirklich ab 2 Jahre bis was auch immer, oder bis, ja, bis 90, gar nicht bis 16, sondern bis 90 ja dann eher, ob man da vielleicht auch ein modulares Konzept draus machen könnte. Vielleicht auch ein Ansatz, der... Genau, wir hatten verschiedene Armbänder geplant. Also wir möchten das Armband so individualisierbar wie möglich gestalten. Das heißt, wenn meine Tochter heute rosa gut findet und morgen grün, dann muss ich mir nicht ein neues Armband kaufen, sondern eben, also nicht das Komplettset, sondern nur das Wechselarmband. Mhm. Und diese Anhänger, also wir haben geplant, so kleine Anhänger auch mitzuverkaufen, die dann die Kinder dann selber aussuchen können und ja, wodurch die Kinder das dann auch gerne tragen. Also meine Kinder sind total verrückt nach Paw Patrol, sind so kleine Heldenhunde. Und ich denke, wenn da so ein kleiner Hund dranhängen würde, das wäre natürlich... Ja, Wahnsinn für die. Gut, danke. Ja, sehr schön aufbereitet. Also man merkt, ihr habt ein Auge für Design. Also nicht nur von der Präsentation, sondern vor allem auch vom Produktdesign. Und der App, also da habt ihr schon mal ein gutes Skillset auf jeden Fall im Team. Und dazu noch die emotionale Komponente und die analytische. Da seid ihr sehr gut aufgestellt. Ich finde es jetzt spannend. Es ist ja ab einem bestimmten Zeitpunkt ist das Armband ja sozusagen abgelaufen. Also da, man wächst ja aus dem Armband raus. Erstens wird von der Größe von dem Kind, wird es da verschiedene Modelle geben, dass man sozusagen, dass das Armband mitwächst. Und was macht ihr dann sozusagen, ab welchem Punkt hört dann das, ja, eurer Kunde auf? Ab wann ist der sozusagen weg und was wollt ihr dann mit dem Potenzial, mit dem Kontakt sozusagen machen? Genau, also es ist ja so, dass man mittlerweile schon, ja, ich sag mal im Grundschulalter oder Ende des Grundschulalters ein Handy oder ein Smartphone hat. Das heißt aber automatisch auch, dass wir wirklich unser Armband nur in der Altersspanne nutzen können, was vor dem Smartphone ist, weil dann kann ich Kontakt zu meinen Kindern haben. Deswegen spezialisieren wir uns wirklich nur auf diese Altersgruppe und sagen, okay, da legen wir unseren Fokus drauf. Natürlich ist es dann schwierig, da überhaupt noch den Kontakt sozusagen länger zu halten. Deswegen versuchen wir, neue Zielgruppen zu erreichen, wie zum Beispiel Senioren, die mit ja, Demenzkranken halten, belastet sind. Genau. Ja, des Weiteren haben wir auch noch mal andere Zielgruppen, wie zum Beispiel jetzt wirklich, was auch eben schon angesprochen sind, zum Beispiel Haustiere, wo man natürlich auch mittlerweile schon Ortungsgeräte hat. Aber da wir ein ja, Modell haben wollen, was wirklich sehr klein ist und dadurch noch besser einfach an das Halsband integriert werden kann oder in das Halsband integriert werden kann, denken wir, dass wir da auf jeden Fall auch noch mehr verschiedene Zielgruppen mit erreichen können. Okay. Ja, man merkt, ihr guckt schon voraus. Ja. Ja, vielen Dank. Gut, dann vielen Dank euch drei. Schön, dass ihr da wart. Ja, danke schön. Dankeschön. Und noch vielleicht... Ganz kurz nochmal, ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen, nochmal kleine Eigenwerbung und wie gesagt, wenn ihr einen Programmierer kennt, dann gerne zu uns. Vielen Dank.
schon ganz viele eifersüchtige Partner mit diesem Armband. Ja, ja, und wir sehen heute auch sehr viele Katzenbilder. Also ja, das ist irgendwie ein bisschen im Trend. Ja, sehr gut. Anne, ich muss dich nochmal was fragen. Ja. Was haben Stubis? Straffe Haut. Viele Partys. Wissen. Stimmt. Ja. Auch. Ja, ja. Viel wichtiger ist aber, was haben Stubis nicht? Geld. Ja, absolut. Und wenn man jetzt ein Auslandssemester machen möchte, dann möchte man möglichst eine günstige Bleibe finden. Man soll sich so wohlig fühlen wie bei der Mutter und es soll so günstig sein wie bei der Mutter. Ich habe was gut zu machen nach der Weglaufgeschichte auf jeden Fall. Das nächste Startup widmet sich dem, eine Plattform, die für Studierende Unterkünfte im Auslandssemester findet. Vergesst ImmoScout, vergesst Airbnb. Hier kommt das Video zu Flattraction. Flattraction is the digital form of bringing people together who belong together. It's called the law of attraction. And believe me, it works. New homes, activities, internships, sharing, caring, and more that you won't find anywhere else. Our target group are students just like ourselves who want to make experience abroad and need help to organize it. We are planning to offer the largest resource of cultural expanding so you can create your own community. In 2 years, we see ourselves part of this big community that we created. Flattraction will be known all over the world and will be the go-to platform if you plan to go abroad. So far, we finished our market research and the prototyping, and now we need support to turn our marketing strategy into reality. Ja, und ich sehe sie schon da hinten, bereit zum Einlaufen. Hier kommt Flattraction. Hallo ihr drei, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. So, wenn ihr bereit seid, legt los. Good afternoon, everyone. We are extremely pleased that you are here today to present you an idea that comes right from the source of our inner being. First, I want you to take a deep breath in. And let me ask you, do you believe in the law of attraction? Meaning that the life you have created in your mind is accessible to you, meaning that the people around you are treating you the way you want to be treated, meaning that you live in a place where you feel safe, comfortable, and accepted and appreciated for who you truly are. What we want to present you is the main desire of human beings. It's a home. Because we know that most of the people in our generation were growing up in a home that was not in full alignment with what's best for them. With Flattraction, you will have the possibility Because
You know what you want. And you know what you don't want. So let's take a step outside the life you don't want and come into your vibrational match. With Letraction, you will have the possibility to travel to any place in this world by using resources we already have through homes and students from everywhere. Okay. We don't want you to go to a safe place. We want you to feel safe in all places. Because we have to satisfy the need, the most important need of feeling at home, firstly, because before we even start about, before we even think about academic success or something else. Okay. So our website, Flattraction, offers you a website where you can find accommodation and get matched with other flatmates all over the world. When you go on the website, the most special thing about the website is that you will take a personality test, which then offers you a personality which shows to other people all over the world who you truly are. So this is what the prototype of the website would look like. There are 20 questions that ask in-depth questions about your personality and about your hobbies, about your whatever you prefer in life. But first, I would like to look at the market. So in 2019, a stunning number, over 6 million students all over the world, went to foreign countries to study abroad. We got really curious about this number, and we decided to conduct a survey by ourselves. In this survey, we found out that 77% of students are very interested in studying abroad. Another number of 92% of students said that they would search for an accommodation online. And 81% of students said that they would love to live with flatmates who are locally. So this is all these needs of students is what our platform Flattraction offers. So when a consumer or a potential consumer goes on our website, they get the questionnaire, the personality test, and then they take this test. But who would be one of these consumers? Liz. Liz is from the UK. She's 24 years old. She studies international tourism management. And her motives are she wants to travel the world, she wants to learn new languages, and she wants to learn about cultures. Right now, she lives with two flatmates in the UK, but she wants to go to Portugal and study abroad. Now, her biggest challenges are she doesn't know where to look for accommodation, and she's not sure if she will really get the flatmates that really match her personality and that truly feel like family. So Liz takes our personality test, and the result is one of the characters of our most beloved children movies. In this case, it's Simba from The Lion King. I guess you all know this movie, and you have thoughts if you think about Simba. So Liz's personality matches the personality of Simba. Liz is really curious, adventurous. She loves to explore. She likes to go outside. She loves to make music with her friends. And this is what her profile on our website would look like. So people can see her age, personality, hobbies, housing preferences. But they won't see a picture of Liz. If she would like, she can link her social media accounts, but the other people will only see a picture or the character of her personality that comes out in form of a children's movie character. So then on the other hand, we have the flats. So Liz finds a match with the flat Cozy Beach. Cozy Beach offers the flatmates Josue, Alex, and Emily, all totally different personalities. But we can see they have a match of 93%.
So Liz says, okay, I would love to match this flat because they live close to the sea. They like to do outdoor activities. And this is what Liz is looking for. So they make the match. And in the end, it's a match made in heaven because these people would have not gotten together if they would have maybe made a decision based on appearance or other things that distract us from the main thing, which is our personality, which then determines if we really fit together. So, and what makes us special? So after doing some research concerning the competitors, we found out that our main competitors would be Ideal Flatmate, Airbnb, and WG Gesucht. Ideal Flatmate is also offering a matching process, but only in the UK. And Airbnb is international. But we are offering every point. Like, we offer a website, an app. We also offer a matching process, which is anonymous, as Aisha already told you. And also, we are offering that we are international. Concerning our revenue model, we actually decided to combine three different types of revenue sources, like the advertisement, which could be like Google Ads. And in the case of the third year, like in the forecast, we prognosed a revenue of 18,000 euros per year. Then we have the affiliate marketing and the commission fees, which are paid by the landlords, who actually made money out of that, not the students. And the third one would be the freemium model. So we actually also offer the students who wants to have a special service, a premium subscription of $6.99 per month. And we would also generate a huge profit out of it, a huge revenue. So, and this is our team. I'm Olga. I do the financial part, and I'm also studying entrepreneurship in my master's degree. Yeah. My name is Aisha. I also did my bachelor's in international business, and right now I'm doing my master's in entrepreneurship. And I'm responsible for the marketing and design. My name is Diana, and I study intercultural management. And I'm responsible for the organization and the market research we have already done. And another team member of us is Patrick Huttinger. He is a self-employed software engineer, and yeah, he was doing the prototyping. So how far have we gone so far? So in the first, we had the idea in December 21, so we teamed up and we talked about this idea, and we were like super curious how it would go further. Afterwards, we actually started the market research. We started to network with possible landlords, for example, all around the world. Also, we did the marketing strategy and the prototyping with our colleague. And so far we are on our way to expand our network by going abroad in August this year. And what are our next steps? So as I already told you before, we want to expand. We want to go abroad and just to get new connections, like to possible landlords, which are like our revenue source. And also to team up with psychologists to offer like the best possible matching process which is on the market. And also we are looking forward to offer internships to the students who wants to go abroad and like to see really, really nice places and do really nice work. Okay, and what do we need for that? So we need 215,000 euros as a starting capital for the marketing. Mainly the marketing, because we want to be global, so it's super important for us. Also the licenses, the salaries of the psychologists, and also the fairs. So we also plan to go like to the universities, like to spread our idea or our like flat direction. And yes, so that's basically it. Yeah. Yeah, thank you so much for your attention. And if you have any questions about the idea, we are really happy to answer them.
ja, vielen Dank euch dreien. Und dann gehen wir direkt rüber zur Jury. Lisa, ja. Wie fandest du es? Thank you for your presentation. It was really nice. You're really calm and yeah, we can feel it here. I was wondering, can you tell us a little bit more about numbers? Like, how do you want to earn your money? Yeah, of course. Can we skip to the revenue model? Yeah, exactly. I already gave you a short insight to the revenue model. We thought about the advertisement, which would be like, if we consider that we would have like 6 million clicks per year, we would earn like 30 cents per click. So it would be like around 18,000 euros per year. The affiliate marketing and the commission fee, we talked about it and we thought it would be like the best option to cover the landlords, like the, not the students, but the landlords who are offering their accommodations like abroad. And we said that it might be like around 10% of the first rent. Yeah, exactly. And that would be like 450,000 euros per year up from the third year. If we assume that until then we have like enough connections to actually get money out of it. And the third one, the subscription model, would be like to offer like the students a really special service. For example, like special internships, which they won't do like if they wouldn't have like the option of our website, of our platform. Exactly. And maybe you can move once further. Yeah, and that would be like our cost calculation, because like in the first year we couldn't make like that much profit because we need actually to spend the time on like getting the people, like getting the students to our platform, and also the other part, like the landlords, for example. And up from the third year, we would generate a profit. Okay, thank you. Because of the marketing budget, you can scale a little bit more in Google Ads and stuff, because the click price is really low. You can, I think it's 4-5 times. Maybe a little bit more. So you can calculate more in the marketing budget for your idea. But it's great. I think it has really potential. Thank you. Hi, thanks for the presentation. It was very nice. Why are you focusing only on students and not couch surfing, work and travel guys? When we looked at the competitors, we found out that there are so many different like websites, and the biggest competitor would be Airbnb. On the one side, we said that we ourselves were students who went abroad to different countries, and we made really bad experiences and also really good experiences. So if you lived in a flat with several people, you know, okay, it's not that easy. And usually students live with other people in a flat. So we thought, okay, what we need here is to find a matching process. Maybe just like on dating websites, that, you know, the website that really focuses on what you like and what the other person likes. And we think students really kind of need this, because they're, financially, they don't have a different option than living in a flat share with other students. Okay, thanks. Thank you for the presentation. It was really nice. I really resonated with it. I was in the exact same situation. I was studying in Mexico and there was nothing like that. And then I went there, I rented something, and then we did exactly what you proposed, but like all in private with a lot of effort. If I could have done it beforehand, I would have loved to do it. And I think also the market is really nice, or there's a lot of interest. You see couch surfing is also really popular, and this seems similar. And I would have used the service, so I really like it. I think some challenges are, it will be pretty expensive to launch. You said in the third year you plan 200,000 euros of expenses. I think that's pretty low, because especially in the beginning, we need a lot of traction. And also you have this platform problem, how to get the users, and you have to do it internationally at the same time to actually provide value. And I think this is really complicated, because you have to start simultaneously in several countries. And so I think you will need a lot of a marketing budget. And probably you're not that profitable in the first years. I don't think you can be profitable in the third year, but you probably need investor money, but the idea I like. And I also would think about the monthly fee for students, because maybe if I would be a user
as a student, it could be expensive because like the same as Netflix, Spotify, it's already pretty expensive, and maybe focus more on the affiliate from the landlords. Can I comment on that? Yeah, sure. Like actually the $6.99 is just like for premium users. Like the basic things like are free for the students. Mm-hmm. Yeah. We thought with this $6.99 with the monthly subscription, we would offer the students the possibility that we take over their contract so that you don't have to like, because maybe when you were in Mexico, the contract was in Spanish and you maybe weren't able to speak Spanish that well or understand the whole contract or how to finish that contract. Mm-hmm. So we would help them out with that. Or if they have any other questions, that we would have someone to really always talk to them and be there for them so they feel supported. Ah, cool. Thank you. Thank you for the presentation. I can also feel the pain when I was studying abroad. So I think this is something that is really needed and people will probably use it. We talked about like the revenue and some competition and the platform challenges, which I think are there to like make sure you have enough people participating, especially if you're thinking globally, that it actually works. I would like to add one thing to positioning or branding, because at the beginning, like it was super spiritual. Like you talked about attraction and, you know, like how people connect, really connect. And then when you look at the design and the UX UI, it is like more playful with the characters and it's more like cold with like the, you know, like if you can get that into the brand, then you have probably a much more better way to, you know, position yourself against other platforms who mainly have like a more like it's there's all the filters, all everything, whatever. But if you put like the personality test, that connection theme you talked about in the beginning, if you put that more into the product, I think that would really, really make it more special and give it that, you know, nice spice. Thanks. All right. Thanks for the presentation. So what I like is the approach. I mean, basically what you do is connecting couch surfing with Airbnb. Eventually it's not only relevant for students but also for other people who just not only look for a flat or an apartment but basically for connection to locals, as you emphasized on. I'm still not sure why a landlord A should give in the supply and B pay for that, because in most of the regions, not only where I studied but also where I currently have to be for working, you know, it's rather a challenge to find an apartment. So those landlord folks are relatively lazy, though. I'm not sure if the question is where do you get the supply from. So why would landlords, you know, sign up and just even pay for the service? So we actually, when we went to different countries, we got to know a lot of landlords who have houses. So they have their houses and they just offer them to students or other locals. And they told us it's sometimes really hard to find these students. So they have to go out of their way to search for all these students. And if they would come to our website, they would have a platform, a whole community of students where they were like, they would have a supply of or a high demand for all their flats or all their rooms, because there's always constantly students looking for apartments. And on the other side, we also, it wouldn't only be landlords, it would also be people like students who have an apartment here right now, and that they would then can offer on the website. And then for exchange, they would get another apartment in another country where they want to study. So it would be kind of like a flat exchange at the same time. But then at the same time, for the students who don't have an apartment to offer, then the landlords would come in. To conclude, if I were you, one comment, the $6.99 per month, the calculation could be reworked because apparently mostly it's 6 months or so people are abroad, sometimes a year, so it's not a continuous inflow. So I would maybe look into the subscription model. And the last comment in terms of, you know, you plan and also it seems have thought through everything until the moon. From my personal experience, I would start rather easier, maybe from one country to many. So one to many, because if not, the complexity may just eat you up in a second. Thanks. Yes. Thank you for your feedback.
Gut, dann vielen Dank an euch und nochmal vielen Dank an die Jury. Und genau, ihr könnt einmal einen Applaus. Genau, das war es jetzt mit allen Teams. Da nochmal ein großes Dankeschön an alle Teams, die mit dabei waren. Und die Jury darf sich jetzt auch schon beraten. Ja, ich nehme euch mal mit, backstage. Ja, ich mache mal mein Mikro aus, ne? Das wäre gut, ja. Sonst kann man eventuell mithören. Genau, und wir sprechen jetzt nochmal über den Publikumspreis. Den hatten wir ja schon mal erwähnt. Und zwar könnt ihr alle, die hier sitzen und daheim vom Laptop, ihr könnt auch mit abstimmen. Und dann gibt es einen Publikumspreis. Also hier sind überall so QR-Codes und oben auf dem Bildschirm sollte der jetzt dann kommen. Also ihr seht den dann daheim auch. Ihr könnt den ganz einfach scannen mit eurem Handy. Und dann dem Team, was ihr am besten fandet, einfach eine Stimme geben und dann zum Schluss wird das ausgewertet und unser Publikums-Siegerteam bekommt dann noch einen 50-Euro-Gutschein vom Brückencenter in Ansbach. Und ich schaue mal runter, schon mal zum Markus, der läuft da in der Menge runter. Hallo Markus! Jetzt, ich rede einfach mal so. Ich bin hier unten und fange jetzt noch ein paar Stimmen ein. Wir haben natürlich dieses Jahr Publikum und so weiter und dann wollen wir natürlich auch wissen, wie hat es denn dem Publikum gefallen? Weil mir persönlich hat es natürlich sehr gut gefallen und ich hocke mich gleich mal, es sind natürlich jetzt schlechte Plätze, ne? Ich werde gar nicht wahrgenommen, das ist nicht so schön. Hallo. 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 Das müsst ihr auch an sein, ja, perfekt. Wie geht's Ihnen? Gut geht's. Ja. Schön, kuschelig, warm. Zweite Reihe Premium-Sitze. Ja, aber erst zum Schluss nach vorne gekommen. Die ganze Zeit habe ich hinten gesessen. Gut, dann die wichtigste Frage zuerst. Wie fanden Sie es denn heute? War nicht durchgehend da, aber immerhin drei. Das dürfen Sie nicht sagen. Ja, drei von diesen Challenges habe ich tatsächlich gesehen. Ganz spannend, tolles Format, gut aufgebaut, habt ihr super hingekriegt mit Kamera. Vor Ort, hier unten am Boden, von oben aus der Luft, hat mir riesig gut gefallen und inhaltlich war es natürlich auch spannend. Na, das ist mein Wort zum Sonntag. Haben Sie denn schon abgestimmt? Ich habe nicht abgestimmt, weil ich tatsächlich kein Handy dabei habe. Also ich gehe dann tatsächlich noch zu der analogen Welt. Wenn er jetzt noch eine Postkarte hätte, dann könnte ich die dann noch aus. Wir schicken Brieftauben, habe ich gerade gehört, aufs Ohr. Also wird vielleicht noch was. Mal schauen. Mal schauen. Das nächste Mal habe ich es aber. Vielen Dank, vielen Dank. Dann schauen wir doch mal zur Anne rüber. Ich bin hier, hallo. Hi, ich glaube, ihr müsst rüber. Ansonsten, gehen wir mal mit mir mit, dann gehen wir mal einfach zu Anne mit rüber. So. Genau, ich habe auch schon jemanden gefunden. Hallo. Hallo. So, was war denn dein Lieblingsteam, beziehungsweise welche Idee fandest du denn am besten? Ich fand die Klimaanlage cool, weil ich kann das ganz toll nachvollziehen, weil ich auch im Dachgeschoss wohne. Ich kann sie mir nur leider nicht leisten. Also, aber wenn ich sie mir gönnte, dann fände ich sie ziemlich, ziemlich cool. Ja, hast du jetzt irgendwie, jetzt hast du die alle angeschaut, findest du jetzt irgendwie, hast du jetzt selber so eine Idee, weil du dir denkst, Mensch, jetzt möchte ich auch gründen? Nee. Also eigentlich nicht. Wurde jetzt schon alles gegründet, was du dir erhofft hast? Ja, ich fände es schön, wenn es nächstes Jahr noch irgendwas mit Essen gäbe. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Aber sonst bin ich zufrieden. Sehr schön. Bin ich wieder dran? Ja, du bist wieder dran. Naja, gut. Stichwort Essen und Markus ist immer sehr naheliegend, ne? Ja. Ja. Ich hole mal noch eine Stimme ein. Ich komme euch mal. Wer fängt mich denn ein? Hier. Ich laufe einfach mal schon mal. Wer hat denn Lust? Nein, niemand? Niemand? Dann hocke ich mich einfach da dazu. Hallo. Hallo. Na? Jetzt ist natürlich die Frage, wen fandet ihr am besten? So ein bisschen komisch, weil es könnte sein, dass ihr erst vorher mitgemacht habt. Ist das richtig? Das ist richtig, wir haben vorher mitgemacht, ja. Dann frage ich es mal ein bisschen anders. Wie war es da oben auf der Bühne zu stehen? War das Feedback von der Jury auch hilfreich, vielleicht jetzt für die kommenden Generationen, die beim Campus der Löwen mitmachen? Ja, also es war auf jeden Fall sehr hilfreich. Sie waren auch super nett. Hat Spaß gemacht. Ja. Habt ihr denn schon abgestimmt für andere natürlich? Ja, natürlich. Ja. Das ist, also ich finde das Team Finderling ganz gut, weil ich auch zwei Kinder habe, kann mir das sehr gut vorstellen, würde dieses Armband auch selber ganz gerne benutzen. Also ich gehöre zu diesen 3,9 Millionen oder was das war. Fand ich ganz gut, aber die Klimaanlage hat mir auch sehr gut gefallen. Kann mir auch vorstellen, dass es da einen Markt für gibt. Ja, das klingt doch sehr gut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. So, Anne, ich suche dich. Ich sehe dich nicht. Wo ist Anne? Anne ist da hinten. Ich komme mal zu euch hinter. Ja, aber ich habe noch jemanden gefunden. Hallo.
So, wie fandest du es, die Veranstaltung? Ein bisschen warm, aber grundsätzlich ganz cool eigentlich. War dann die Klimaanlage was für dich? Ja, draußen ist es schwierig, oder? Also, aber ja. Aber an sich magst du es eher kühl. Ja. Hattest du schon mal die Idee, dass du irgendwie ein Startup gründest? Nee, weil ich kann sowas gar nicht. Wirtschaft ist nicht mein Ding, wirklich. Ihr kannst ja auch nur der Ideengeber sein. Ja, so kreativ bin ich auch nicht. Aber Werbung für die Hochschule Ansbach. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Und ich finde Markus schon wieder nicht. Ja, ich bin hinter dir. Hallo, hier bin ich. Ich würde sagen, wir laufen zusammen nach vorne, und ja. Denn wir haben den nächsten Punkt anzukündigen. Ist das richtig? Genau, weil ohne einen Mann hätte das Ganze gar nicht stattfinden können. Und zwar der Johannes Hähnlein von der Gründungsberatung Ansbach. Und der läuft gerade schön auf die Bühne. Ja. Einmal Applaus für den Johannes. Ja, vielen Dank für die Überleitung. Ich habe jetzt die dankbare Aufgabe, Sie noch etwas zu bespaßen, bis die Jury ihre Entscheidung getroffen hat oder zumindest dann soweit ist, dass wir die Siegerehrung dann auch durchführen können. Also bitte, ich weiß, Sie haben lange ausgehalten, es ist so heiß. Ich möchte an der Stelle noch kurz sagen, dass es nachher auch bei der Fachschaft noch Getränke und Cocktails gibt, also bleibt gerne da. Wir freuen uns, wenn wir hier den Abend noch gerne mit euch verbringen können. Ja, liebe Gäste, sehr verehrte Studierende, wir sind hier nicht in München, wir sind hier auch nicht in Berlin, wir sind in Ansbach. Und ich glaube, die wenigsten würden erwarten, dass wir hier in Ansbach eine solche Veranstaltung rund um das Thema Gründungskultur auf die Beine stellen können, weil das einfach nicht die Assoziation erstmal da ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wir hier was geschaffen haben, was es sehen lassen kann, was auch deutschlandweit für Anerkennung gesorgt hat. Und ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass wir Ansbach auf die Startup-Landkarte in Deutschland damit auch gebracht haben, mit diesen tollen Teams, mit den tollen Präsentationen, die wir heute gesehen haben und mit dem Wahnsinnspotenzial, was hier schlummert. Und wir sind vielleicht noch ein gallisches Dorf, aber ich glaube, das kann sich weiterentwickeln. Und ich möchte vielleicht noch etwas Kontext an der Stelle geben, warum engagieren wir uns als Hochschule Ansbach denn im Bereich Entrepreneurship? Nun, ich glaube, wir wissen alle, es gibt wahnsinnig viele Herausforderungen aktuell, Krisen, Challenges, auf die wir Antworten finden müssen, nicht nur in der großen, weiten Welt, sondern auch hier direkt vor unserer Haustür im Bereich der Digitalisierung, im Bereich des demografischen Wandels. Und ich glaube, dieses Potenzial gilt es zu nutzen. Und Unternehmertum kann eine Antwort darauf sein. Und für Unternehmertum braucht es junge, motivierte Leute. Für Unternehmertum braucht es kreative Ideen. Und die Hochschule Ansbach kann eine Brutstätte dafür sein. Und wir wollen als Hochschule unserer Verantwortung gegenüber der Region gerecht werden und hier für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufschwung sorgen. Und junge, engagierte, gründungsinteressierte Studierende spielen da eine große Rolle. Nun, wie gehen wir das Ganze an? Also wir haben schon heute gehört vom Herrn Staatsminister Blume, dass wir hier ganz viele hochspezialisierte, technologisch orientierte Studiengänge haben. Das heißt, wir bilden wirklich Spezialisten hier aus. Auf der anderen Seite ist aber das Thema Interdisziplinarität wahnsinnig wichtig. Und dieses Puzzlestück möchten wir mit unserer Gründungsinitiative erfüllen. Das bedeutet, wir wollen Zukunftsskills, sogenannte Entrepreneurial Skills, Lehren in die Lehre bringen und vor allem für alle Studiengänge zugänglich machen. Und das, glaube ich, gelingt uns bisweilen ganz gut. Aber wir stehen erst am Anfang und da wollen wir weiter dran aufbauen und ansetzen. Wir schaffen es natürlich nicht alleine. Wir brauchen hierfür ein großes Netzwerk. Das haben wir mit unseren Partnern hier direkt in Ansbach, dem Answerk beispielsweise oder dem Media Lab, aber auch überregional in der Metropolregion mit unseren Partnerhochschulen, mit den Gründungszentren und den Initiativen. Ich glaube, da können wir ansetzen. Und insbesondere möchte ich auch an der Stelle erwähnen, dass wir hier erst am Anfang stehen. Das heißt, wir wollen weitermachen. Dafür braucht es eine agile, dynamische Hochschule, eine Hochschulleitung, die hier hinter uns steht. Das haben wir. Wir brauchen auf der anderen Seite aber auch eine Politik, den politischen Willen, um das hier auch fortzusetzen, um uns die Freiheit zu geben, daran weiterzuarbeiten. Aber auch einen gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Eigeninitiative, zu mehr Mut, zu mehr Risikobereitschaft und insbesondere auch zu einer Fehlerkultur. Man darf auch scheitern. Und ich möchte an der Stelle auch erwähnen,
Gründung wird immer sehr, nach wie vor, ich verstehe es ehrlich gesagt selbst nicht, sehr maskulin assoziiert. Ich möchte erwähnen, dass wir heute fast 70% GründerInnen auf der Bühne hatten. Wir hatten sogar zwei junge Mütter, die studieren und nebenbei ihr eigenes Gründungsprojekt hochziehen. Und ich finde, das ist aller Ehren wert und zeigt, dass es für jeden wirklich möglich ist, hier sein Glück selbst in die Hand zu nehmen und seine eigenen Ideen zu verwirklichen. So, ich drehe mich mal um. Die Jury scheint noch nicht so weit zu sein, deswegen mache ich einfach mal an der Stelle weiter. Ich glaube, wenn wir auch diesen Schwung, den wir heute aus der Veranstaltung mitnehmen, dann wirklich auch in die Tat umsetzen und Sie oder euch, liebe Studierende, auch damit mitnehmen können, dann können wir in der Zukunft wirklich Großes erreichen. Die Zukunft gehört, denke ich, den Mutigen, die Zukunft gehört den Kreativen, die Zukunft gehört euch, also nutzt sie. So, ich drehe mich mal weiter um, die Jury ist immer noch nicht da. Ich würde an der Stelle jetzt noch mal ein paar Leuten danken, weil so eine Veranstaltung stellt sich nicht in ein paar wenigen Tagen auf die Beine. So eine Veranstaltung braucht wahnsinnig viel Manpower und Womanpower. Die hatten wir. Und ich möchte an der Stelle ganz vorneweg die Fakultät Medien um unseren Dekan Professor Rainer Schäfer nennen. Unsere Produktionsleitung mit Jörg Armbruster, Ulrich Klingel, Alexander Erb, unsere Tontechniker um Alexander Lund. Unsere Aufnahmeleitung, Flo Ried, ich weiß nicht, wo er ist, aber auch der, da hinten sitzt er, der hat sich um die Teams gekümmert. Großen Applaus. Daneben selbstverständlich unser Organisationsteam. Also zum einen Anna Kildenstein, die sich in den letzten Wochen um alles gekümmert hat, dass hier die Abläufe passen. Und zum anderen Eileen Karadal, sie setzt sich gerade da vorne hin. Die, das muss ich auch nochmal erwähnen, eigentlich in der Doppelrolle, die hat hier heute sowohl ihr Startup gepitcht, als auch sich letzte Woche noch um die Sponsorenakquise gekümmert. Also großen Respekt auch an euch. Darüber hinaus muss eine Veranstaltung natürlich auch medial beworben werden. Die Leute müssen es mitkriegen, sowohl hier vor Ort, dass jemand tatsächlich hier ist, aber auch im Livestream zuschaut. Unser Medienteam, unsere wissenschaftlichen Hilfskräfte, Sandra Hoch, Erik Hellfeier, Marcel Gabler, vielen Dank an euch, dass ihr uns so unterstützt habt. Und dann gilt es natürlich auch noch zu erwähnen, dass wir ein Eventmanagement-Seminar aus dem Studiengang IKM hatten von der Sophia Hübner. Die sehe ich jetzt leider gerade nicht, aber auch vielen Dank an eure Hilfe. Da hinten, da ist die Sophia. Genau, und zu guter Letzt natürlich unsere Jury, die hier aus ganz Deutschland angereist sind, die zu keinem Moment gezögert haben, uns hier zu unterstützen. Leider muss ich das nochmal erwähnen, die Magdalena Öl, die kurzfristig ausgefallen ist, die aber schon fest zugesagt hat, dann tatsächlich auch nächstes Jahr hier vor Ort zu sein. Also für diejenigen, die da Interesse haben, sollte das jetzt schon mal ein Ansporn sein, die eigene Startup-Idee tatsächlich zu kreieren. Genau, und dann das ganze Team drumherum, von der Gründungsberatung unsere Vizepräsidentin Caroline Durst, da hinten sitzt sie, die uns jeden Tag hier den Rücken frei hält, dass das Ganze funktioniert. Meine liebe Kollegin, die Ramona Hartmann. Die erst seit wenigen Wochen da ist, aber wirklich jedes Team hier akribisch unterstützt hat, akribisch vorbereitet hat auf die Präsentation. Ich glaube, dass die Teams soweit sind, ist auch ein Ergebnis ihrer Arbeit. Vielen Dank auch an Sie. Genau. Und dann aber auch selbstverständlich an die vielen kleinen Helferlein hier außenrum, an die Fachschaft, die hier uns unterstützt hat und die Hochschulleitung, die das Ganze ermöglicht hat. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier so eine Bühne stehen haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier den Campus nutzen können. Und auch an die Verwaltung, die das Ganze wirklich mit allen möglichen, unmöglichen Anfragen, die wir da in den letzten Wochen hatten, wirklich ziel- und lösungsorientiert war. Vielen Dank an alle. So, lieber Markus, liebe Anne, ich drehe mich jetzt mal um.
Wie schaut es denn aus, bevor ich mich jetzt langsam um Kopf und Kragen rede? Ja. Noch 3 Minuten. Markus, hey, hast du es geschafft? Lieber Markus, wir können noch eine Anekdote erzählen. Also wenn die, hallo, wenn, die Standardanekdote. Die Standardanekdote, wenn der Markus mich ganz, hoch überschwänglich ankündigt, dann liegt es vielleicht noch daran, dass der Markus mal das große Pech hatte, mich als Fußballtrainer zu haben. Das ist 15 Jahre her. Und vielleicht hat er da immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass er hier in der Gunst des Trainers stehen muss, um tatsächlich aufgestellt zu werden. Ist da vielleicht was dran, lieber Markus? Ja, absolut, absolut. Damals sogar Kapitän gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube, meine Erinnerung sagt da was anderes. Aber. Mittlerweile kann ich es auch nicht mehr, also ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber tatsächlich ja. Und ich finde es so schön, wenn man zusammen irgendwie dann auftritt, wird immer diese Anekdote. Also ich weiß schon, wenn der Johannes mich vorstellt, dann kommt erstmal so ein schelmisches Grinsen und dann weiß ich sofort, welche Story ausgepackt wird, nämlich genau diese. Zum Erfolg konnte ich damals wenig beitragen. Aber ja. Aber sei es drum, ich glaube, da haben wir alle unsere Lehren gezogen. Aus dem Markus ist auch noch was geworden. Ich glaube, der hat es hervorragend gemacht. Und an der Stelle kann man auch mal einen großen Applaus an den Markus und an die Anne, die das hervorragend heute wieder umgesetzt haben, die hier hervorragend durch die Veranstaltung geführt haben. Ja. So, und mir fällt jetzt doch tatsächlich noch eine Sache ein, die ich erwähnen muss. Also wir haben beim Thema Unterstützung der Veranstaltung tatsächlich, ich glaube, man sieht es, das Ganze kostet hier eine Menge Geld, das Ganze braucht auch viele Ressourcen und da hatten wir wirklich viele Unternehmen hier aus der Region, die keine Sekunde gezögert haben und gesagt haben, hey, wir unterstützen euch, wir unterstützen das Thema Unternehmertum und Startup. Muss man auch dazu sagen, die Industrie erkennt die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Themas, also es ist nicht nur so, dass das jetzt die Teams allein betrifft, sondern wenn sich hier junge Startups und Unternehmen ansiedeln, dann bereichert das die Region, das zieht Arbeitskräfte, hochqualifizierte Arbeitskräfte an und bewirkt auch, dass die Studierenden, die wir hier bestenfalls ausbilden, auch vor Ort bleiben. Da möchte ich mich bei der Sparkasse Ansbach insbesondere bedanken, die jetzt gerade hier vorne beim Fototermin ist, einmal winken. Vielen Dank. Bei den Firmen Pexon Consulting, bei der Firma CGI, bei der Firma Itonics, für ihre Unterstützung, die wir heute hatten, bei der Firma Kaufland, die heute hier auch uns extrem unterstützt hat und das auch schon seit Wochen mit Produkten. Also ich glaube, wir haben hier viele engagierte Unternehmen, die das ganze Thema auch wirklich motiviert unterstützen und ich hoffe, da können wir auch drauf aufbauen. Ja, vielleicht werden wir auch gerade so ein bisschen geprankt, dass die gar nicht mehr wiederkommen. Ja, vielleicht der Daniel kennt sich ja eigentlich da drin aus, sollte sich auskennen. Ja. Vielleicht finden sie auch nie heraus. Also die Teams kann ich schon mal beruhigen. Es gibt wirklich diese Preise. Also es ist jetzt nicht so, dass einfach gar nichts kommt. Einfach nur ein bisschen Geduld. Ja. Ich mache mir auch so ein bisschen Sorgen um unsere Blumen, die so langsam zu verwelken drohen hier hinter der Bühne. Also da ist jetzt langsam Pressure auf der Uhr für die Jury. Aber es spricht auch am Ende des Tages für die Teams. Also ich glaube, dass das hier keine klare Entscheidung ist. Also das leuchtet jedem ein. Also ich möchte jetzt auch nicht in der Haut stecken. Und dementsprechend, liebe Teams, also ich glaube, da ist wirklich heute keins abgefallen. Es war alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ging in unterschiedliche Richtungen, aber es macht einfach die Entscheidung unwahrscheinlich schwer. Ja. Können wir ein bisschen Musik einspielen? Das ist so der Moment, wo ich jetzt denke, da könnte ich jetzt mal kommen Sie? Nee, die Tür geht nein. Nur auf. Okay. Da könnte ich jetzt mal Stand-up machen. Das ist jetzt eigentlich der glorreiche Moment, wo man sich jahrelang darauf vorbereitet. Ja, aber dann bin ich ja gespannt. Nee, kann ich nicht. Du hast doch gesagt, vorbereitet. Du hast jetzt hier sowas angekündigt. Stand-up ist bei Markus, mir ungefähr. Stand-up ist bei mir. Die Hühne gehört dir. Stand-up ist bei mir ungefähr so wie meine Fußballerkarriere. Die kann man ganz schnell vergessen. So ist es bei den Witzen genauso. Braucht man wirklich nicht. Oder ja, ich habe das letztes Jahr schon mit dir gemacht. Ich weiß das mit den Witzen. Das ist wohl wahr. Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit nochmal das Angebot an der Bar schon mal ankündigen. Also an der Bar wird es nachher logischerweise alle möglichen Kaltgetränke, Bier, antialkoholisches geben, aber auch Lillet und Aperol. Also für diejenigen, die hier so einen Sundowner noch sich gönnen möchten, die Fachschaft ist da bestens vorbereitet und wird euch da auch entsprechend verwöhnen. Ist es, so, Zufall, jetzt, ist es jetzt, Zufall, wenn du Alkohol erwähnst, dass dann... Ne?
Also an mir kann das nicht liegen. Mit Alkohol habe ich da jetzt weniger am Hut. Zumindest so, aber auf einmal sind sie da. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch. Jetzt müssten sie nur noch auf die Bühne. So. Ich würde jetzt einmal den Herrn Reichert, den Daniel und die Ramona Hartmann zur Bühne bitten. Wenn möglich. Bitte einmal zu uns hoch. Ja. Naja, warten wir. Ramona, hallo. Hallo. Leider verspätet, ja. Aber wir konnten einen Gewinner ermitteln. Oh, ja, zum Glück. Weißt du, was in den Köpfen vorging? Du warst dabei. Warum hat die Entscheidungsfindung so lange gedauert? Was ging in den Köpfen der Jury vor? Kannst du das so ein bisschen vermitteln? Ja, also es war natürlich super schwer, erst nochmal alle Teams Revue passieren zu lassen, weil jedes Team wirklich eine klasse Leistung heute abgeliefert hat. Und dann nochmal ein bisschen zu durchdenken, welche Kriterien ziehen wir jetzt heran? Geht es eher in Richtung Umsetzbarkeit? Wer war vom Team schon sehr stark aufgestellt? Wer hat heute gut gepitcht? Das musste natürlich alles berücksichtigt werden. Und ja, so kann man jetzt zum Ergebnis über ein Ranking. Und das moderiere ich jetzt zusammen mit dem Daniel. Genau. Ja. Verkündet die frohe Botschaft. Wir fangen ja, glaube ich, von hinten an. So, wir haben noch den noblen Spender mitgebracht. Ja, irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Diesmal von der Sparkasse Ansbach. Vielen Dank. Und da ist jetzt durchmoderiert 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben uns aber gedacht, das ist nicht angemessen. Deswegen gibt es 2 zweite und 2 dritte Plätze. Müssen wir vielleicht ein bisschen cheaten mit den Fotos später. Aber es war sehr knapp. Und wir fangen natürlich hinten an. So macht man das, glaube ich. Ne? Ich so macht man das, okay. So macht genau. Man das. Auf Platz 3 gleich auf und mit jeweils 250 Euro von der Sparkasse belohnt haben wir Flat Traction und Cat Sitter. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gelernt, wir machen jetzt kurz und knapp die Preisverleihung und später gibt es noch Feedback, wenn ihr das haben möchtet. Genau, wir haben im Anschluss ja noch unser Network in Afrika. Irgendjemand muss jetzt auch auf die Bühne kommen. Am besten zusammen alle her. Auf die Bühne. Wo sind unsere Fairtrade-Medals da hinten? So. Genau, wir nehmen die Schecks. Hältst du die mal, Johannes? Danke. Du ein, ich ein. So. Herzlichen Glückwunsch. Bussi, Bussi. Oh, das geht so nicht links rum. Es gibt nur links, weil rechts knackt das Mikrofon, sonst kriege ich dann auf die Schnauze von den Technikern. machst du die Damen? Dann mache ich die Damen. Alles voller hübscher Damen. So, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte an der Stelle nicht unterschlagen, dass es auch noch ein Förderungs- und Coaching-Paket vom Digitalen Gründerzentrum gibt, dass ich euch jetzt mal hier symbolisch und warum sind deine, warum sind deine beide größer als meine, Johannes? Ja, ich glaube, das Amtswerk hat ordentlich Fördergelder und dementsprechend auch hier in die Gutscheine investiert. So, fetten Applaus, herzlichen Glückwunsch. Triffst den dann auch ruhig noch ab. Ja, aber ich kann ja nicht, sonst können die alle vor lauter hier noch eine Tafel. Und so, et voilà, Geld und noch eine Tafel. Wie ist die Tafel? Müssen wir sparen oder können wir jetzt da? Okay, so. Ich stelle mich mal mit aufs Foto. Weiter geht's, soll ich sagen. Okay, zack, bumm. Hier ist es ja. Nachdem es auch keine. An mir liegt es nicht, wir könnten hier auch stehen bleiben. Ja, es gibt zwei zweite Plätze. Danke. Einmal. Voilà. Die zweiten Plätze heute gehen an Emuled, wenn ich es richtig ausspreche, und Heat Drowner. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist natürlich ein bisschen dumm, weil irgendwie ist die Überraschung gerade. Habe ich kaputt gemacht. Ne? Ich korrigiere kurz Emulet, aber da haben wir uns auch lange Zeit schwer getan. Congratulations. I love Ireland. Literally my favorite country. No shit. I've been so often to the Shannon. Congratulations. Glückwunsch. So, ich gebe euch mal das hier in die Hand und der Kollege. So, dann jetzt alle, jetzt wird es hier langsam voll.
So, ran, genau. So. Es kann nur einen geben. Es kann nur einen geben. Jetzt die Frage, wer hat aufgepasst? Eins, zwei, drei, Sieger. So, ich gebe mal das dem werten Sponsor. Heute die Löwen überzeugt, Platz 1 am zweiten Gründertag der Hochschule Ansbuch. Das Team von Finderling. Herzlichen Glückwunsch. Ansbach natürlich. Nicht rödeln, wir haben keine Zeit. Habt ihr doch hier, zack, zack. Herzlichen Glückwunsch. Sowieso, es gibt nur die linke Backe, weil sonst geht das Mikro kaputt. So. Schon wieder Schilder nehmen. Ja, zwei Schilder, ne? Können wir nicht in die Mitte nehmen. Ja, ganz, ganz, ganz viel Schilder. Oh, es gibt noch mehr Gutscheine. Ja, und on top kommt jetzt noch fürs Gewinnerteam 4 Tickets. Ihr dürft euch noch dann den ITler mitnehmen, wenn ihr den gefunden habt, für Bits and Brezels in München. Und die anderen beiden Teams bekommen noch einen Coaching-Gutschein vom Existency-Projekt. Genau. Und ganz wichtig, wir haben ja noch einen Preis zu vergeben. Ach, hinter mir. Ach so, ja, hier bin ich. Es gibt ja noch den Publikumspreis und ich habe gehört, wir haben da jetzt auch eine super coole Grafik, wo wir, also wir drehen uns selbst alle noch um. Nicht, wo wir jetzt gleich erfahren werden, wer den Publikumspreis bekommen hat. Vielleicht kommt der ja auch als Schild rein. Nee, wir sind da. Nein, da ist wir sind da. Und den Publikumspreis gewonnen hat Team Finderling auch. Genau, ihr bekommt ja einen 50-Euro-Gutschein vom Brückencenter in Ansbach. Ich habe den nicht, aber... Ich habe sonst 50 Euro dabei. Nee, auf, der Brückencenter ist ja nachhaltig, deswegen ein kleines Format. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Und ansonsten gebe ich noch eine Runde Blumen aus. Danke ans Kaufland. Alle Ladies bekommen heute noch Blumen von uns. Also dann vielen Dank an alle Teams. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Also uns hat es, glaube ich, Spaß gemacht. Und nochmal großen Applaus für alle. Okay. Na gut. Ja, dann so, jetzt sind wir wieder vorne. Ja. Und dann vielen Dank an alle, die da waren. Und auch vielen Dank an alle, die daheim zugeschaut haben. Uns hat es, glaube ich, wieder viel, also mir hat es viel Spaß gemacht. Ja, also die Fußball-Anekdote jetzt, nicht gebraucht, nee. Aber ich fand es sehr cool heute. Ja, dann schön, dass ihr dabei wart und bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Ab an die Bar.